Ja. Ich hau mich jetzt hinter den Zug. So. Also meine Idee war es nicht. Sind wir schon drauf? Servus und herzlichen Glückwunsch. Wenn du das hier siehst, dann interessierst du dich bestimmt für die Verabschiedung von Dr. Karl Döhler. Bei uns, da geht es ein bisschen anders zu. Aber das habt ihr sicherlich schon gemerkt. Musik. Die Vorurteile vom Leben im Ruhestand. Zu alt. Zu leise. Zu wenig Aufgaben. Na, sicher nicht. Dafür sorgt die Rosi schon. Können wir nicht so machen, ne? Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Also es war einen Versuch wert, nicht geprobt, aber da wären es alle mal schöner wie wir zwei. Das stimmt. Wir begrüßen lieber klassisch. Schön, dass Sie alle da sind. Freut mich ganz sehr, darf Sie herzlich begrüßen hier zur Verabschiedungsfeier von Dr. Karl Döhler. Herzliche Grüße natürlich auch an alle Zuschauer im Livestream. Ein wirklich sehr ungewöhnliches Format, ein Format, das wir so hier im Haus auch noch nicht hatten. Natürlich der Pandemie geschuldet, aber auch eine super gute Idee aus dem Hause Döhler, das jetzt so zu machen, dass Sie alle, wir alle dabei sein können und dass wir endlich diese längst überfällige Verabschiedung in einem schönen Rahmen machen können. Sie können über die Kommentarfunktion im YouTube-Kanal auch noch Grüße schicken, wenn Sie das möchten. Viele haben uns schon Grüße geschickt, aber dazu kommen wir erst später. Und jetzt starten wir rein in einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank, liebe Frau Ries-Fähnrich, zum einen natürlich für die Ideen, für die Gestaltung auch. Tobias Köhler, sehen gerade nicht, die Alex Weigel und alle, die mitgeholfen haben zu dieser ganz besonderen Form der Verabschiedung, lieber Karl Döhler. Eine Verabschiedung eigentlich ganz in deinem Sinn, weil nämlich auch so, wie du diesen Landkreis gestaltet hast, anders, modern, digital, Smart City war eins deiner großen Errungenschaften und so ist es hier und heute nur klug und schön, dass wir diese Verabschiedung in ganz eigenen, ganz schwierigen Zeiten dann trotzdem in einem großen Rahmen durchführen können, aber eben in einer hybriden Form. Wir haben natürlich ein weiteres Thema eingangs gewählt, diese zwei Masken mit dem Werner, mit deinem Werner vorne drauf. Da vorne stehen zwei Preise auf dem Tisch, die dieser Werner, diese Kampagne schon erreicht hat, Preise, die bei den Wettbewerben ganz große Gegner hatten, große Firmen, Porsche kann ich mich erinnern, oder Heller, Leuchtenhersteller. Aber trotzdem hat die Kampagne Freiraum für Macher mit dem Werner-Film obsiegt. Auch das ein ganz großes Element deiner Zeit, deines Wirkens hier im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Die Gästeliste ist groß und lang. Ich versuche das einigermaßen zu komprimieren, sodass wir doch auch genügend Zeit haben, deine Zeit, dein Wirken zu würdigen und dass einfach auch viele Gäste dann zu dir sprechen dürfen und dass wir hier und da auch einen Schluck Wein miteinander trinken können oder auch anderes, alles vorrätig heute.
Ich darf zunächst hier im Saal alle herzlich begrüßen, diejenigen, die in Präsenz da sind. An vorderster Stelle neben dir, lieber Karl, natürlich auch deine Gattin Rosi Döhler, die ja auch mit dir ganz viel in diesem Landkreis auf den Weg gebracht hat. Sie war immer Teil deiner Arbeit, sie war immer neben dir und sie hat auch für sich ganz viel bewerkstelligt in diesem Landkreis. Ich denke an das junge Fichtelgebirge und vieles darüber hinaus. Rosi, herzlich willkommen auch an dich. Ein erster kräftiger Applaus für euch zwei. Es freut uns natürlich, dass ihr die Familie mitgebracht habt, bis zum kleinsten Erfolg der Familie. Das erste Enkelkind, ich habe gehört, 3 Monate und einen Tag, also noch so richtig frisch. Freut mich, dass die Tochter und der Sohn da ist, alle mit Freund oder Familie. Und freue mich natürlich auch, dass wir heute gemeinsam uns mal treffen und diesen Tag miteinander begehen können. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ihr Applaus. Und wenn man Landrat ist, lieber Karl, dann muss gerade die Familie viel auch mittragen. Sie muss viel aushalten letztlich auch. Da wird man einmal in der Öffentlichkeit von irgendwelchen Leuten angegangen, nur weil man zufällig Sohn oder Tochter ist. Man muss hier und da natürlich auch verzichten, hat nicht immer den Papa oder die Mama so präsent, wie man sich das vielleicht wünscht. Trotzdem, glaube ich, hat deine Familie das immer mitgetragen. Und wenn wir dann heute auch die Dinge würdigen, die du auf den Weg gebracht hast, dann ist es natürlich auch ein Verdienst der gesamten Familie. Ich freue mich, dass viele deiner Wegbegleiter hier im Raum sind. Natürlich an vorderster Stelle unser Willi Müller, Staatssekretär AD, mit seiner Gattin, mit der Walli, weil sie mit dir seit vielen Jahrzehnten verbunden sind und alle deine politischen Schritte mit dir gegangen sind. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich über den Landtagsabgeordneten, über unseren Martin Schöffel mit seiner Susanne, die sich auch extra Zeit genommen haben. Herzlich willkommen hier im Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge. Ich freue mich außerordentlich, lieber Herr Regierungspräsident AD Wilhelm Wenning, dass Sie auch heute hier sind in Präsenz und unsere Veranstaltung bereichert. Seien Sie uns herzlich willkommen. Es ist unter uns unser Bezirkstagspräsident Henry Schramm, nicht nur aktuell Bezirkstagspräsident, sondern er ist, glaube ich, auch ein jahrelanger Begleiter deiner Arbeit. Ihr seid befreundet und ihr habt, glaube ich, viele Schlachten miteinander geschlagen. Henry, danke, dass du da bist und ich glaube, du hast dann auch noch einen ganz wichtigen Part heute mit einer Ehrung. Ich freue mich, dass Jürgen W. Heike mit Gattin unter uns ist. Ich wusste nicht, dass du kommst, Jürgen. Umso schöner ist es, dass du da bist. Sei uns herzlich willkommen, auch du, ein langjähriger Wegbegleiter. Ich kann mich erinnern an einen Besuch in Bad Alexandersbad mit dem damaligen Abgeordneten Karl Döhler, mit dir, lieber Jürgen, ich damals noch Geschäftsleiter der Gemeinde und der Bürgermeister hieß Walter Lehner. Weiß ich noch, war ein sehr guter Termin. Man sieht, die Verbindungen gehen lange zurück. Dann freue ich mich natürlich auch, dass zwei Altbürgermeister hier präsent da sind, die auch viele Jahre mit dir verbracht haben. Einer davon sogar als dein stellvertretender Landrat, Gerald Schade aus Röslau und Adam Seifert aus Tiersheim. Zwei alte kommunale Kämpfer. Schön, dass ihr da seid. Ja, und dann darf ich natürlich auch begrüßen unsere Truppe des Landratsamts, die hier präsent ist. Zum einen natürlich, einige haben wir schon gesehen, die hier das organisiert haben, der Tobias, die Frau Ries-Fähnlich, die Alexandra Weigel. Aber da hinten sitzt auch unser Personalratsvorsitzender, der Jürgen Loskahn, Personalrat, ganz wichtig. Und der Jürgen macht es auch exzellent und hat sich auch nicht nehmen lassen, heute letztlich bei euch, bei dir zu sein. Dann geht es weiter. Wir haben ganz viele natürlich in dieser virtuellen Welt. Es sind insgesamt an die 140. Die kann ich natürlich nicht alle persönlich begrüßen. Ich versuche das etwas zu straffen. Aber natürlich freuen wir uns, dass wir als Laudatoren zwei gewinnen konnten, die dich auch über viele Jahre begleitet haben, die dich persönlich kennen, die dich auch persönlich schätzen und die natürlich auch immer gesagt haben, oh je, der Karl, wenn kommt, dann braucht er was. Und die hat auch was gebraucht und hat auch immer was mitgebracht. Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Staatsminister Joachim Herrmann werden dann virtuell bei uns sein. Es ist auch online bei uns der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich.
der Landrat Christian Bernreiter, nicht nur Landrat, sondern eben auch der Präsident des Bayerischen Landkreistages, der sich's nicht nehmen hat lassen, dabei zu sein. Auch dabei freut mich besonders Dr. Johann Keller, bis gestern das geschäftsführende Präsidiumsmitglied des Bayerischen Landkreistags, der viel auch für den Landkreis, auch für unseren getan hat und dem es auch ein Anliegen war, heute dabei zu sein in virtueller Form. Ich freue mich besonders, dass unsere Regierungspräsidentin Heidrun Pivanec auch online bei uns ist. Wir sind heute quasi schon den ganzen Tag miteinander unterwegs und auch abends zu deinem Ehrentag oder Ehrenfest ist sie dabei. Frau Pivanec, seien Sie uns herzlich willkommen. Für die vielen, vielen Bürgermeister, die sich angemeldet haben und die auch heute virtuell unter uns sind, wird Stefan Göcking auch ein entsprechendes Grußwort an dich richten. Es sind unendlich viele Bürgermeister. Ich kann sie eigentlich gar nicht alle verlesen, aber ich habe die Zahl irgendwo. Bürgermeister, Landräte, wir sind dabei über 25, also eine erkleckliche Anzahl, die einfach für dich heute online ist. Ich freue mich auch das ist, glaube ich, eine Würdigung des guten Miteinanders, dass Frau Dr. Laura Kreins-Leupold, eine langjährige Freundin von euch, auch dabei ist, die geschäftsführende Gesellschafterin der Firma PEMA und gleichzeitig aber auch die Vizepräsidentin der IHK Oberfranken. So, es ist weiter unter uns, auch den muss ich natürlich nennen, unser Regierungsvizepräsident Thomas Engel, auch das ein langjähriger Weggefährte, schon in seinem Bereich, im Bereich Wirtschaft war er uns sehr gewogen und auch als Vizepräsident ist er ein Begleiter von dir, aber auch natürlich von dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. So, jetzt mache ich mir es einfach, ich begrüße einfach in dieser virtuellen Welt alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz vielen Bereichen. Für die Kirchen darf ich stellvertretend den Dr. Pröbstl nennen, Dekan. Es sind Vertreter der Wirtschaft dabei, es sind Vertreter der Schulen dabei, der Vereine, der Verbände, auch von Unternehmen, die du mit führen durftest. Zum Beispiel der Geschäftsführer Alexander Mayer vom Klinikum oder auch der VV Andreas Pöllmann von der Sparkasse Hochfranken, mit dem ich gerade auch noch bei der Verwaltungsratssitzung war. Auch die haben sie es nicht nehmen lassen. Und auch eine Frau Simmler ist unter uns, die Intendantin der Lösenburg-Festspiele, die auch mit dir die eine oder andere Schlacht geschlagen hat. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Zuletzt natürlich auch ein herzliches Willkommen an die Presse. Lieber Herr Bäumler, schön, dass Sie Zeit finden. Der Herr Miedl, glaube ich, ist auch irgendwo oder kommt noch. Also der Herr Miedl, der Starfotograf aus Selbst, Entschuldigung, der wird auch noch zu uns stoßen. Und last but not least, liebes Team der Firma Ledercast, die diese Veranstaltung auch technisch organisiert haben, damit es wirklich auch alles auf dem Punkt funktioniert. Schön, dass ihr auch Zeit habt und das gestaltet. Und dann bin ich guter Dinge, dass alles wunderbar funktioniert. Und jetzt einen kräftigen Applaus für alle Teilnehmerinnen. Vielen Dank. Ich bringe Ihnen noch ein kleines Geschenk. Lieber Karl, ich komme Ihnen ein Stück entgegen. Danke Ihnen. Ich habe ja schon erzählt, dass die Kampagne Freiraum für Macher und gerade auch der Werner-Film-Preise abgeräumt haben. Wichtig. Oh, Entschuldigung. Dann hört man mich in der virtuellen Welt auch. Ich habe schon erzählt, dass die Kampagne Freiraum für Macher und aber gerade auch der darauf aufbauende Werner-Film richtig Preise abgeräumt haben. Da vorne stehen zwei davon. Beide, liebe Frau Ries-Fähnrich, durchgesetzt gegen eine erkleckliche Konkurrenz. Und beides Mal haben wir uns hier im Haus riesig gefreut, natürlich vor allem diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die das gemeinsam mit dir auf den Weg gebracht haben. Und von dort kam auch der Vorschlag, dir einen dieser Preise einfach zu überreichen als Andenken für dieses tolle Wirken und auch für den Mut, als öffentlich-rechtliche Institution so eine Kampagne zu starten. Vielen lieben Dank, lieber Karl. Genau, Fotos müssen natürlich auch sein, um an diesen Abend
zu erinnern. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal ganz kurz bedanken, und zwar bei einem Mann, der da oben ganz im Hintergrund ist und der für die musikalische Umrahmung am Anfang gesorgt hat. Vielen herzlichen Dank an Georg Obermeier, Leiter der Musikschule Wunsiedel. Und es war auch noch eine Schülerin der Musikschule da an der Gitarre, die Katrin Pleil, und der Manfred Hochberger, Lehrer an der Musikschule Wunsiedel. Ja, eine feierliche Verabschiedung verlangt natürlich nach einem Laudator, nach einer Laudatorin. Wir haben, der Landrat hat es schon angedeutet, gleich mal zwei. Ich denke, das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung an Sie und an Ihr Wirken, sowohl im Landtag als auch dann als Landrat. Und da starten wir jetzt gleich durch mit der ersten Videobotschaft. Die hat uns der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zukommen lassen. Bitte schön. Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus der Staatskanzlei an alle fränkischen Freunde. Ja, Karl Döhler wird heute verabschiedet. Klar, es ist schon eine Zeit her, dass er nicht mehr im Amt ist, aber es liegt ja an Corona, dass wir erst jetzt so richtig diesen Abschied würdigen können. Lieber Karl, dir und deiner Frau zunächst mal ein herzliches Dankeschön für all die erfolgreichen Jahre einer großartigen Arbeit. Wir sind ja da zusammengewachsen, noch vorher im Landtag, dann in dieser neuen Herausforderung Landrats. Amt, weil es, glaube ich, eine wichtige Frage war, eine Weichenstellung für den Landkreis Wunsiedel. Ich habe damals gesagt und sage es heute, wenn es einen echten Freund in München gibt, der dem Landkreis hilft, dann bin's ich. Damals als Finanz- und Heimatminister haben wir zusammen überlegt, was können wir tun. Und was mich total beeindruckt hat an dir und allen im Landkreis Wunsiedel, dass man nicht immer nur jammert, sondern dass man aus dieser schwierigen Struktursituation heraus mit positiven Ideen vorangeht. Und ich denke, wir sind da schon ein Riesenstück vorangekommen mit Behördenverlagerung, mit Investitionstätigkeiten, die wir gemacht haben, die Kommunen, die unterstützt wurden, gerade mit den Stabilisierungshilfen und vielen, vielen unzähligen Ideen, die wir dann auch für Wissenschaft und Hochschule entwickeln und auch bei bestimmten Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, beispielsweise für große Unternehmen in der Region. Ich finde, ihr macht das alle ganz toll. Und du hast da tatsächlich so ein bisschen eine Wende mit eingeleitet, eine Trendwende, eine Stimmungswende, eine Ideenwende. Und das wird jetzt auch von deinen Nachfolgern ganz hervorragend umgesetzt und weiterverfolgt, was du gemacht hast. Du hast wirklich dich um den Landkreis sehr verdient gemacht. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle nochmal ganz herzlich danken. Wir waren eng verbunden, wir bleiben es natürlich auch. Und ich bleibe dem Landkreis eng verbunden. Den Franken halten zusammen. Alles, alles Gute. Ich finde es schön, dass wir es jetzt also nicht nur schriftlich, sondern sogar in Videoform haben, dass er uns eng verbunden bleibt. Ich denke, wir kommen darauf zurück. Nicht nur bei den Franken haben Sie sich einen Namen gemacht, offenbar in der Ministerrunde, sondern auch bei allen anderen. Das Ganze mit Argumenten, das Ganze auch mit Konzepten. Ich denke, das war auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und wir als Ihr Team, wir wissen natürlich, das war immer alles sehr akribisch vorbereitet. Also da wurden ewig Zahlen gesucht, da wurden Diagramme gemacht, da wurde gefeilt, dass es dann wirklich auch auf den Punkt kommt, wenn man vor Ort ist. Und offensichtlich hat es funktioniert. Ich habe mal gehört, bei einer Rede in irgendeinem Zusammenhang, wenn der Karl nach München kommt, dann müssen wir uns die Hosentaschen zunähen. Das habe ich mir gemerkt und wahrscheinlich hat es besser funktioniert, als viele so gedacht haben. Sicherlich hat es auch einer gemerkt, der per se durch sein Ministerium quasi Ihnen eng verbunden ist, weil er für die Landkreise und die Landräte zuständig ist. Das ist Innenminister Joachim Herrmann und von ihm kommt die nächste Videobotschaft. Sehr geehrter Herr Altlandrat, meine Damen und Herren, heute heißt es Abschied nehmen. Abschied von dir, lieber Karl, als ehemaligen Landrat des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge. Auch wenn ich nicht persönlich vor Ort sein kann, freue ich mich sehr, dir zu Ehren eine kleine Festrede halten zu dürfen. Als Kommunalminister und auch ganz persönlich ist es mir wirklich ein besonderes Anliegen, dir für dein Wirken und dein außerordentliches Engagement für den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge herzlich zu danken. 12 Jahre lang hast du als Landrat die Geschicke des Landkreises gelenkt und warst der richtungsgebende Kompass in nicht immer einfachen Zeiten. In diesen 12 Jahren hast du starke Akzente gesetzt und den Landkreis in vielen Bereichen vorwärts gebracht.
Die Verleihung des Ehrentitels Altlandrat sowie des goldenen Ehrenrings als höchste Auszeichnung des Landkreises bringen das hohe Ansehen und die besondere Wertschätzung zum Ausdruck, die du dir in deiner Heimatregion erworben hast. Lieber Karl, 2002 hast du mit deiner Wahl in den Kreistag Wunsiedel im Fichtelgebirge die kommunalpolitische Bühne betreten. Von Anfang an hast du Verantwortung übernommen und als Stellvertreter des damaligen Landrats die Kreispolitik maßgeblich mitgestaltet. Innerhalb kürzester Zeit hast du dir einen Namen gemacht. Und so haben dich die Bürgerinnen und Bürger bereits 6 Jahre später zu ihrem neuen Landrat gewählt. Ein Amt, das du 12 Jahre lang mit großem Engagement und bewundernswertem Elan erfolgreich ausgeübt hast. Dabei kam dir deine Erfahrung als Mitglied des Bayerischen Landtags, dem du von 2003 bis 2008 angehört hast, natürlich sehr zugute. Auch in dieser Zeit erinnere ich mich als Fraktionsvorsitzender an die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir. Die Interessen deiner oberfränkischen Heimat wusstest du jedoch nicht nur auf Landes- und Kreisebene kraftvoll zu vertreten, sondern auch auf Bezirksebene. Als Mitglied des Bezirkstags von Oberfranken hast du von 2008 bis 2013 wertvolle Arbeit geleistet. Lieber Karl, während deiner Amtszeit hast du dich einem breiten Themenspektrum angenommen, vielfältige Initiativen angestoßen und zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht. Sie prägen heute das Bild des Landkreises Wunsiedel ganz wesentlich. Du wirst es mir nachsehen, dass ich an dieser Stelle nur einzelne Aspekte deines umfänglichen Wirkens als Landrat herausgreife, wohlwissend, dass dein Wirken weit darüber hinausgeht. Deine Anfangszeit als Landrat war alles andere als einfach. In einer vom Strukturwandel stark betroffenen Region galt es, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieser großen Herausforderung hast du dich erfolgreich gestellt. Mit dem nötigen Weitblick, mit Entschlossenheit und Kreativität ist es dir gelungen, deinen Landkreis stark für die Zukunft zu machen. Dabei war dir auch deine berufliche Erfahrung in den Ministerien von großem Vorteil. Ein wichtiger Impuls dazu war unter anderem die Gründung der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge, die auf deine Initiative zurückgeht. Als heute fest etablierte und gut angenommene Dienstleistungseinrichtung setzt sie sich intensiv mit den Bereichen Wirtschaftsförderung, mit Klimaschutz, mit Tourismus und mit Gesundheitsvorsorge auseinander. Mit zahlreichen Projekten leistet sie so gemeindeübergreifend wesentliche Beiträge zur Förderung der Regionalentwicklung und des Regionalmarketings. Ein besonderes Herzensanliegen war es dir dabei auch, das Image der Region zu verbessern und positiv zu verknüpfen. Und das sowohl in der Außenwahrnehmung als auch beim Selbstverständnis der Menschen und ihrer Identifikation mit der Region. Für die Etablierung des Markenzeichens Fichtelgebirge hast du dich als Landrat darum ideenreich und mit Nachdruck engagiert. Die weit über die Region hinaus bekannten Kampagnen Freiraum für Macher und Freiraum Fichtelgebirge tragen maßgeblich deine Handschrift. Und dein bemerkenswerter Auftritt im Imagefilm zur Kampagne Freiraum für Macher wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Dabei war dir von Anfang an auch bewusst, dein Engagement für den Landkreis kann nur dann dauerhaft zum Erfolg führen, wenn alle Verantwortlichen gemeinsam handeln und geschlossen auftreten. So ist es dir gelungen, sämtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 17 Städte und Gemeinden des Landkreises parteiübergreifend davon zu überzeugen, dass sich auf gemeinsame Ziele und Projekte zu verständigen. Von dieser großartigen Geschlossenheit wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landkreises auch künftig ganz wesentlich profitieren. So kann man wahrlich sagen, in deiner 12-jährigen Amtszeit als Landrat hast du viel für deine Heimatregion bewegt und erreicht. Und was dir gerade auch die Corona-Pandemie am Ende deiner Amtszeit abverlangt hat und allen Verantwortlichen auf kommunaler Ebene immer noch abverlangt, bedarf hier gar keiner weiteren Ausführung. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für dein außerordentliches Engagement
habe ich dich bereits im letzten Jahr mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dir diese hohe Auszeichnung nun im feierlichen Rahmen am 1. Oktober in der Oberfrankenhalle in Bayreuth persönlich auszuhändigen. Lieber Karl, du darfst mit großem Stolz auf das, was du für die kommunale Gemeinschaft geleistet hast, zurückblicken. Es braucht Menschen wie dich, die sich mit Herzblut und Leidenschaft, Integrität, Tatkraft und aus tiefster persönlicher Überzeugung für ihre Heimat und das Gemeinwohl einsetzen. Du bist ein großes Vorbild und dafür danke ich dir im Namen der gesamten Bayerischen Staatsregierung und auch persönlich ganz herzlich. Seit dem vergangenen Jahr hast du endlich wieder mehr Freiräume für dich und deine Familie. Nach vielen arbeitsintensiven Jahren als Landtagsabgeordneter und Landrat kannst du nun fernab des oft hektischen Arbeitsalltags die Ruhe und die unvergleichliche Natur des Fichtelgebirges genießen und dich all den Dingen widmen, die in der Vergangenheit wegen deines vielfältigen Engagements vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Dafür wünsche ich dir auch weiterhin beste Gesundheit, viel Freude, viel Zufriedenheit und Gottes Segen. Alles Gute, lieber Karl. Vielen Dank für diese Videobotschaft. Das war ja zum Ende des gesprochenen Worts schon so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Und bei dem Thema bleiben wir gleich. Wir haben zwei Musikstücke heute Abend, auch digital übrigens. Handverlesen ausgewählt von der Rosi, so viel darf ich verraten. Und das erste, das wendet den Blick in die Zukunft, Film ab, möchte ich fast sagen, für auf das, was da noch kommt. Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, wenn es tagelang nur regnet. Will Stunden verschwenden und nicht so viel planen. Mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen. Will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Und wenn ich so an all das auf das, was
Das kann man absolut nur unterstützen. Ein geniales Lied und ein genialer Text passt einfach sehr schön. Und die gute Nachricht, das ist tatsächlich auch so, wir haben ja wirklich viele Videobotschaften bekommen für den heutigen Tag und alle, wir haben überall wirklich offene Türen eingerannt. Es war so unkompliziert und so schön und alle haben so einen Spaß dabei gehabt, das vorzubereiten. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ja, vom goldenen Ehrenring war schon die Rede, von der Auszeichnung, die da noch kommt, in Bayreuth schon auch. Und eine, die kommt jetzt, wird live übergeben und ich bitte unseren Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm ans Pult. Sehr geehrter Herr Altlandrat Dr. Karl Düle, geschätzter ehemaliger Landtagskollege, aber viel eher noch lieber Karl, liebe Rosi, liebe Familie Thüler, sehr geehrter Landrat Peter Berek, liebe Frau Berek, lieber Abgeordneter Martin Schöffel, liebe Staatssekretäre AD Jürgen W. Heike und Willi Müller, Herr Regierungspräsident AD, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als erstes darf ich mich einmal ganz herzlich bedanken, dass wir vom Bezirk Oberfranken hier in diesem festlichen Rahmen diese Auszeichnung vornehmen dürfen. Dankeschön, dass wir das in Zeiten von Pandemie heute doch noch machen könnten, weil wir wollten natürlich auch nicht allzu lange warten, bis wir diese verdiente Ehrung auch zukommen lassen. Eigentlich sollte jetzt ein Bild an der Wand sein. Ja, da sind zwei Liegestühle drauf, Karl und Rosi. So mancher hat sich das vielleicht so vorgestellt, dass dein Ruhestand so wäre nach deinem Ausscheiden aus dem wichtigen Amt des Landrates von Wunsiedel. Ich habe mir aber dann beim Betrachten gedacht, wer das glaubt, der kennt euch beide nicht und der kennt vor allem nicht, lieber Karl, deine liebe Frau. Natürlich ist dein Lebensrhythmus, lieber Karl, ein anderer geworden als noch zu der Zeit, als du aktiver Landrat warst. Gleichwohl ein Ruhestand im tatsächlichen Sinn des Wortes ist es bei dir sicher nicht und es wird es auch nicht werden. Für dich gilt wohl eher das Zitat des Schweizer Publizisten Ernst Reinhardt, der sagt, der Ruhestand bedeutet eben kein Stehenbleiben, sondern vielmehr ein ruhiges Weitergehen. Und wenn man sich deine Vita so ansieht, lieber Karl, dann ist das Credo des Nicht-Stehenbleibens, des ruhigen und besonnenen Weitergehens, trotz bestehender Widerstände, immer eigentlich irgendwie Sinnbild deines Daseins. Schon mit 7 Jahren halbweise durch den frühen Tod deines Vaters hast du bereits von Kindesbeinen an durch deine Mutter gelernt, dass man vieles im Leben sich eben selbst erarbeiten muss und wenig geschenkt wird. Dein zukünftiger Lebensweg war bei weitem nicht vorgezeichnet oder dir in die Wiege gelegt, wie man das oftmals bei erfolgreichen Persönlichkeiten feststellen kann. Und doch sollte er dich aufgrund deiner Beharrlichkeit, deines Fleißes und deiner Intelligenz zunächst aus dem Heimatdorf Habnit im Fichtelgebirge, einem Ortsteil von Markleuten, über Wunsiedel, Erlangen, Karlsruhe, Bayreuth, Braunschweig, Stuttgart, Bonn bis nach Brüssel zur Europäischen Kommission führen. Berufspolitiker. Das kam dir als promovierter Diplombiologe nach der Universität in Erlangen damals wohl nicht in den Sinn. Es war immer das wissenschaftliche Arbeiten, den Dingen auf den Grund zu gehen, Grundlagenforschung zu betreiben, was dich gefesselt hat. Geprägt durch einen engen Weggefährten, deinen Doktorvater Professor Walter Zunft, gehst du zunächst im wissenschaftlichen Bereich an die Universitäten in Karlsruhe und Bayreuth und später als Beamter im bürgerlichen und bayerischen Ministerien sowie bei der Europäischen Kommission einen erfolgreichen Weg. 6 Jahre lebst du dabei in der Hauptstadt Europas, knüpfst Kontakte, sammelst Erlebnisse, die dich und deine Familie sicherlich ein Leben lang begleiten. Vieles erlebt, hoffentlich wenig vergessen. Und man kann sich über vieles auch im Nachhinein immer wieder freuen. Bei allem Erfolg aber und bei aller Weltläufigkeit, deine Heimat, lieber Karl, dein Fichtelgebirge, das hast du nie vergessen. So kommt es, dass du dich 2002 als politischer Seiteneinsteiger und Parteiloser auf das Wagnis Politik eingelassen hast
und dich um dieses wichtige Amt des Landrates in Wunsiedel beworben hast. Zwar hast du damals haarscharf mit einem mehr als respektablen Ergebnis das Ziel knapp verpasst, aber nun durchaus Gefallen am Politikbetrieb gefunden und bist anschließend beharrlich auch diesen Weg gegangen. Als Kreisrat und stellvertretender Landrat hast du dich anschließend bereits vielfältig für dein Fichtelgebirge eingesetzt, bevor du dich 2003 erfolgreich um den Einzug in den Bayerischen Landtag beworben hast. Ich sage ganz bewusst, und das sage ich auch offen, lieber Peter Berek und alle, die zuhören, das war ein Glücksfall für eure Region. Es war aber auch ein Glücksfall für mich als deinen Freund. Denn auch ich zog 2003 für meinen Stimmkreis Kulmbach in das Maximilianeum ein. Und in dieser gemeinsamen Zeit, lieber Karl, hat sich mehr als nur berufsmäßige Zusammenarbeit entwickelt, sondern es ist eine echte Freundschaft entstanden. Und Freunde hat man, wirkliche Freunde, hat man sehr wenige im Leben. Und ein altes chinesisches Sprichwort sagt ja auch, ein Freund kann mehr zu deinem Glück beitragen als 1000 Feinde zu deinem Unglück. Und oftmals, wenn man ein Problem hat, und kann es einem Freund erzählen und der redet mit einem darüber, ist das Problem hinterher nur noch halb so groß. Und so ein Mensch ist Karl Döhler und ich hatte das Glück, dass ich ihn kennenlernen durfte. Lieber Karl, wir konnten damals sehr viel zusammen mit unseren oberfränkischen Kollegen und unser geschätzter Freund Jürgen W. Heige ist ja heute auch da, für Nordostbayern bewegen. Und ich denke, ich kann auch in unser aller Namen sagen, es war eine schöne und es war auch eine spannende Zeit. Wir hatten damals die Zweidrittelmehrheit. Edmund Stoiber war unser bayerischer Ministerpräsident. Da ist wirklich was gegangen und wir waren letztendlich dabei und das war wirklich sehr, sehr schön. Und es gehört auch für mich persönlich zu den interessantesten Zeiten in der Politik. Das großartige Gefühl dabei, an Gesetzen mitarbeiten zu können, ich sage nur das Stichwort damals Polizeireform, was wir da gemacht haben. Da ist vieles geändert worden. Für Bayern zu arbeiten, mitzugestalten, gleichzeitig aber die Interessen seiner Heimat engagiert zu vertreten, das ist schon etwas ganz Besonderes. Lieber Martin Schöffel, du hast das ja nach wie vor. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gerne daran, als wir beide damals als Vertreter des Bayerischen Landtags zur EVB-Fraktion nach Rom mitreisen durften. Liebe Rosi, das waren tolle Tage gewesen. Also völlig anständig, überhaupt keine Frage, aber es war wunderschön. Wir haben so viel erlebt, lieber Karl. Ich weiß es noch, wie wir da in dem tollen Hotel am Pool waren und haben uns da hingesetzt, haben die Karte aufgeschlagen. Das Billigste, was zu essen war, waren Nudeln mit Pilzen, glaube ich, für 28 Euro damals schon. Neben uns hat die Europäische Kommission getagt. Die Tische haben sich gebogen vor Fischen und Fleisch und vielem anderen mehr. Und wir haben gesagt, na ja, also gut war es schon. Und wir sind dann raus, glaube ich, haben uns aber Brötchen gekauft und Wurst in am Supermarkt. Aber es war wunderschön, die Tage in Rom, die werde ich nicht vergessen. Aber 2008 hast du dich dann für einen Wechsel in die Kommunalpolitik entschieden und bist erneut in den Wahlkampf um den Landrat von Wunsiedel eingestiegen. Und wie? Als erster CSU-Landrat seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Frankenpost rief damals den Beginn einer neuen Epoche im Landratsamt aus und losgelöst von aller Parteipolitik, du hast bewiesen, dass du tatsächlich hier eine Epoche geprägt hast. Dein politisches Engagement für das Fichtelgebirge hast du in einer nicht ganz einfachen Zeit begonnen. Die Region war vom Strukturwandel stark betroffen. Die Ausgangssituation im Landkreis war sehr herausfordernd. Es wurde ein enormer Bevölkerungsschwund für die kommenden Jahre vorausgesagt. Die Prognose für die Beschäftigungsentwicklung war die schwierigste in ganz Bayern. In deinen zwei Amtsperioden als Landrat hast du es dann geschafft, die Region zum Positiven zu entwickeln. Das haben ja auch die beiden Vorredner schon gesagt. Eine Studie der Universität Bamberg hat inzwischen ergeben, dass der Begriff Fichtelgebirge jetzt von den Menschen positiv, extrem positiv belegt ist. Das war nicht immer so, aber heute empfinden die Menschen die Region als Heimat und identifizieren sich auch damit. Sie sind stolz auf ihr Fichtelgebirge und schauen auch optimistisch in die Zukunft. Doch es sind nicht nur die Gefühle, die einen Aufschwung in deiner Heimat deutlich machen, denn auch die Fakten sprechen dafür.
Die Arbeitslosigkeit ist seit deiner Amtszeit wirklich stetig zurückgegangen. Der Landkreis erhält wesentlich höhere Stabilisierungshilfen und Schlüsselzuweisungen. Auch die sind nicht von selbst gekommen, lieber Jürgen. Dafür musste hart gekämpft werden. Und Schulden konnten abgebaut werden und auch die demografische Entwicklung, die dreht sich langsam. Das kann man wirklich feststellen. Und die verheerenden Prognosen bei deinem Amtsantritt, die sind natürlich etwas geschrumpft. Der Landkreis, und das kann man heute sagen, lieber Karl, ist auch dank dir wirklich gut aufgestellt. Und mit Peter Berek geht es, da bin ich mir ganz sicher, auch ganz gut weiter. Du konntest Menschen überzeugen, sich gemeinsam für die Chancen und Ziele des Fichtelgebirges einzusetzen und in eine Richtung zu gehen. Und das mit deiner damals nie lauten und auch heute nie poldernden, sondern immer freundlich, netten und überzeugenden Art. Doch dort, wo es nötig war, da konntest du auch hartnäckig sein, lieber Karl. Aber dies ist gelungen, für deine Heimat auch Werte zu schaffen, die deine Amtszeit überdauern werden, mit Herz und Verstand und mit einer unglaublichen Leidenschaft. Eines deiner Erfolgsgeheimnisse war dabei auch, weg von der Parteipolitik hin zur Regionalpolitik. Und der Joachim hat es gesagt, unser bayerischer Innenminister, der Joachim Herrmann, die 17 Bürgermeister der Landkreisgemeinden haben alle verstanden, dass Probleme gemeinsam angegangen werden müssen nach dem Prinzip, wir 17 halten einfach zusammen. Damit ist es letztendlich auch gelungen, die bayerischen Ministerien und die Staatsregierung zu überzeugen, dass die Region dringend Unterstützung braucht. Der gemeinsame Besuch aller Bürgermeister und des Landrates von dir in München damals hat einen unglaublichen Eindruck hinterlassen und ein maßgeschneidertes Förderprogramm für das Fichtelgebirge wurde dabei auch auf den Weg gebracht. Alle deine Erfolge für dein Fichtelgebirge hier aufzuzählen, würde sicherlich den Rahmen sprengen. Ich möchte daher vielleicht nur ganz exemplarisch zwei Projekte deiner Amtszeit neben vielen weiteren nennen. Zum einen die Verstaatlichung des Porzellanikons. Dadurch wurde langfristig der Bestand dieser wichtigen Kultureinrichtung für ganz Oberfranken gesichert. Damit sind die Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge sowie die Städte Selb und Hohenberg endgültig von den Betriebskosten von 3,3 Millionen Euro entlastet worden. Und auch der Bezirk, glaube ich, lieber Wilhelm, wir können uns auch ein wenig freuen, weil der Freistaat übernimmt vieles, was wir vielleicht auch über die Oberfrankenstiftung, lieber Heidrun Biebernetz, über den Bezirk und viele weitere hätten finanzieren müssen. Zum anderen die Bestandssicherung der Krankenhauslandschaft. Gerade in ländlich geprägten Räumen wie im Landkreis Wunsiedel ist es ja wirklich auch eine Herausforderung, die Gesundheitsversorgung der Menschen auch für die Zukunft zu garantieren. Doch eigentlich, lieber Karl, nicht nur hier Wunsiedel, nicht nur das Fichtelgebirge ist dir zu großem Dank verpflichtet. Denn neben deinem Hauptjob als Landrat hattest du zahlreiche weitere Ämter inne. Du warst unter anderem, und es ist angeklungen von 2008 bis 2013, auch Kollege im Oberfränkischen Bezirkstag und warst auch 6 Jahre lang Vorsitzender der Oberfränkischen Landräte im Bayerischen Landkreistag. Deine Position als Vorsitzender, und dafür bin ich dir natürlich als Bezirkstagspräsident besonders dankbar, als Vorsitzender der Lebenshilfe im Fichtelgebirge, das hast du über viele Jahre mit einem unglaublichen Engagement auch ausgeführt und ich wünsche deinem Nachfolger Oliver Weigel natürlich ebenso alles, alles erdenklich Gute. Lieber Karl, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Ausführungen zusammenfassend, wer, wenn nicht Dr. Karl Döhler, hätte die Ehrenmedaille des Bezirks in Silber verdient? Der Bezirk verleiht diese Medaille seit 1966 an Persönlichkeiten, die sich um Oberfranken und die Menschen, die hier bei uns leben, verdient gemacht hat. Du hast als engagierter Kommunalpolitiker seit vielen Jahren viel Kraft und Energie in die Entwicklung deiner Heimat, den Landkreis Wunsiedel, dieses wunderbare Stück Oberfrankens, investiert. Dank deines beharrlichen und vorausschauenden Handelns ist es gelungen, dass der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge auch in den Köpfen der Menschen als Region mit Zukunft und hoher Lebensqualität wahrgenommen wird. Du wirst hier im Fichtelgebirge, aber auch in ganz Oberfranken mit deinem Wirken immer als jemand wahrgenommen werden, der mit all seiner Schaffenskraft und eben der im eigenen Freundlichkeit und Beharrlichkeit auf seinem Weg unsere Region nach vorne gebracht hat. Dafür möchten wir dir ganz persönlich auch im Namen des gesamten Bezirkstags von Oberfranken herzlich danken. Und ich darf dir als Anerkennung deiner Leistung die Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken auch hiermit überreichen. Das hätte ich nie geglaubt. Also, das muss man machen.
Karl, du gibst auch eine Urkunde dazu. Das ist der Glam, ne, dass das nicht geklaut hat. Also hat sich um Oberfranken natürlich hervorragend verdient gemacht. Der Bezirkstag von Oberfranken hat ihm deshalb mit Beschluss die in dankbarer Anerkennung die Ehrenmedaille des Bezirks in Silber verliehen. Bayreuth, den heutigen. Vielen herzlichen Dank nochmal, lieber Karl, für alles, was du für uns gemacht hast. Aber was wäre ein Mann ohne seine Frau, die hinter ihm steht? Zum Schluss möchte ich natürlich auch dir, liebe Rosi, ganz herzlich Danke sagen. Danke dafür, dass du unseren Karl in all den Jahren so tatkräftig unterstützt hast. Danke auch dafür, dass du auch jetzt dafür sorgst, dass ihm bei seinem ruhigen Weitergehen nicht langweilig wird. Egal, wenn ich mit ihm telefoniere oder natürlich WhatsApp austausche, irgendwie, er arbeitet immer, er hackt Holz, er fällt Bäume, er kümmert sich um seine Pferde oder natürlich, ihr seid auf Achse und auch ein bisschen unterwegs. Und das gönne ich euch wirklich von ganzem Herzen. Ich freue mich, wenn wir nach diesen Corona-Beschränkungen auch mal wieder ganz ungezwungen persönlich uns treffen und auch feiern können, gemeinsam auch mit unseren Freunden. Und deshalb, liebe Rosi, auch dir vielen, vielen herzlichen Dank. Euch beiden alles, alles erdenklich Gute. Auch viel Glück und Freude in eurer Familie. Und sie haben ja erst geheiratet, jetzt, ihr könnt euch über das Enkelkind freuen. Ich glaube, das ist das Schönste, was es gibt. Ne? Man hat ein kleines Kind, man kann sich freuen und wenn es allzu schlimm wird, kann man es wieder zu den Eltern zurückgeben. Also mein Vater hat immer gesagt, das ist wunderbar, Enkelkinder sind was Schönes. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass es gut mit euch weitergeht, dass ihr weiterhin Glück habt und dass ihr vor allem gesund bleibt. Lieber Karl, danke für so vieles, danke aber auch insbesondere ganz persönlich für deine Freundschaft. Die ist sehr wertvoll. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte auch ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Schramm, denn das ist jetzt so ein kleiner Insider, aber der Herr Köhler und ich, wir haben so eine klitzekleine Wette laufen gehabt, ob der Doktorvater von Herrn Dr. Döhler heute Abend eine Rolle spielen wird. Denn die Geschichte, die haben, und das werden die Kolleginnen und Kollegen, die im Stream zugucken, sicherlich auch bestätigen können, die Lehren des Doktorvaters, die haben wir auch. Von denen durften wir häufig profitieren. Aber es war wirklich immer sehr schön und sehr interessant. Wir kommen jetzt zu einem anderen Mann, der an diesem Abend auch auf gar keinen Fall fehlen darf. Sie beide haben sehr viele gute Sachen zusammen gemacht und das in einem Bereich, wo ich jetzt mal sage, naja, Abfallwirtschaft, das ist jetzt so mittelmäßig sexy. Aber Sie haben eine sehr enge Verbindung gehabt und vielleicht auch so ein bisschen den kleinen Humor, den gleichen Humor, so ein bisschen verschmitzt, ein bisschen hintergründig, manchmal die Dinge auch ein bisschen anders angepackt, als es vielleicht ein anderer gemacht hätte. Also Sie waren sich schon ziemlich einig immer. Und er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, was für Sie vorzubereiten. Es hat eine gute Tradition, dass er bei solchen Veranstaltungen dabei ist. Gedanken eines Wegbegleiters, Josef Sturm. Ja, verehrter Herr Dr. Döhler, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über 12 Jahre Zusammenarbeit, über die gemeinsame Zeit im Landratsamt. Sie wissen ja, ich mache das immer gerne in Reimform. Es sind läppische 7 Seiten dabei herausgesprungen. Die möchte ich Ihnen vortragen. Lehnen Sie sich zurück, vielleicht gefällt Ihnen ja das eine oder andere. Die Überschrift dieser Zeilen heißt unser Altlandrat Dr. Karl Döhler. Wir erinnern uns genau, es war vor 13 Jahren. Der Döhler Karl wurde gewählt, relativ unerfahren. Von Habnit war er aufgebrochen, nahe bei Markleuthen, um den Landkreis für die Christsozialen zu erbeuten. Habnit wurde bis dorthin gar nicht wahrgenommen, ist erst durch unseren Döhler Karl zu bescheidenem Ruhm gekommen.
52,9% hat er errungen. Die Landkreisübernahme war ihm damit voll gelungen. Er trat seinen Posten an, dynamisch, mit viel Schwung, allenthalben Aufbruchstimmung, groß die Begeisterung. Er übernahm das Landratsamt von seinem Amtsvorgänger. Zunehmend wurde sein Gesicht lang und immer länger. Denn jetzt erkannte der Karl Döhler und es wurde ihm klar, wie schön es doch als MTL bisher in München war. Dort hatte er die Region bis dato gut vertreten, bis man ihn zur Landratswahl nach Hunsiedel gebeten. Ein Wust an Arbeit lag vor ihm und er dachte leise, wäre ich in München bloß geblieben, was für eine Schande. Doch er wäre nicht er gewesen, drum raffte Karl sich auf und stieg eilenden Schrittes den Aktenberg hinauf. Was er alles vorfand, ließ ihn glatt erschaudern. Doch immer weiter drang er vor, für Karl gab es kein Zaudern. Gesetze und Vorschriften musste er nun studieren, sowas kannte er bisher nicht, das ging ihm an die Nieren. Biologie, das war sein Fach, für ihn war immer klar, dass alles doch nur einem Grundsatz unterworfen war. Es sind die Naturgesetze, die er inhalierte, die einzigen Gesetze, die er akzeptierte. Plötzlich gab es Satzungen, Regeln und Gebühren, all diesen Verwaltungskram musste er nun hautnah spüren. Dafür gibt es Diplomverwaltungswirte, dachte er. Die sollen sich darum kümmern. Mich kümmert's nicht so sehr. Der Landkreis, für den Döhler Karl, eine Petrischale war. Er setzte dort Kulturen an, stets neue, Jahr für Jahr. Im Lauf der Zeit entstanden so Ideen und Gedanken, nicht nur hier für die Region, nein, für ganz Oberfranken. So hat er bis heute den Kreis vorangebracht. Steter Tropfen hüllt den Stein, hat er für sich gedacht. Ganz, ganz dicke Bretter bohren, das liebte er zu sehr. Wo andere resignierten, wollte er grundsätzlich mehr. Er hat den Landkreis Hunsiedel positiv vernetzt und ihn auf diese Weise in Aktion versetzt. Für viele Sachbereiche hat er Manager bestellt. Man fragt sich häufig, wie das geht und woher kam das Geld. Es bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls ging es gut. Immer wieder zaubert er Millionen aus dem Hut. Das hat er wohl in Brüssel gründlich einst studiert, wie man Gelder akquiriert und wieder investiert. Ob Energie, ob Senioren, ob E-Mobilität, ob Wirtschaft, ob Tourismus, der Erfolg für ihn nur zählt. Immer nach neuem Streben, von Stillstand keine Spur, dafür schuf er sich eine Entwicklungsagentur. Der Karl ist immer Mensch geblieben, stets ein offenes Ohr, zu keiner Zeit stand man bei ihm vor verschlossenem Tor. Aufgaben zu delegieren, davor er sich nie scheute. Dabei baute er auf das Vertrauen seiner Leute. Er wusste ganz genau, auf wen er sich verlassen kann. In anderen Fällen zog er schnell wieder die Zügel an. Seine Empathie, mit der er löste viele Fragen, besiegte oft im Keime schon Probleme oder Klagen. Unvergessen bleiben die unzähligen Rücksprachen. In lockerer Atmosphäre gab es meist auch was zu lachen. Nach einer Besprechung fragte man sich oft zudem, was war jetzt gleich noch einmal mein Rückspracheproblem? Es war gänzlich klein geworden, was zunächst schien sehr schwer. Seine Kunst zu projizieren, die war legendär. Jedoch das Kumpelhafte durfte man nicht falsch einschätzen. Ganz genau er unterschied zwischen Reden und Dummschwätzen.
Die Kooperation mit ihm war immer ein Genuss. Gemeinsame Problemlösungen stets aus einem Guss. Jetzt bleibt nur noch Dankeschön und Leb wohl zu sagen. Kein Problem zu lösen oder zu hinterfragen. Wir sagen einfach Servus und Adieu zu Karl Döhler nun, im Wissen und der Überzeugung, dass er wird nicht ruhen. Dass er wird den Lauf der Dinge weiter stets begleiten und für seine Heimat immer kundig weiter streiten. Und endlich kann er sich nun mehr der Landwirtschaft hingeben, die Politik dabei erfüllt getrost zur Seite legen. Und sitzt er dann an seinem Weiher mit seinem Angelhaken, dann kann er sich in Seelenruhe gründlich hinterfragen. Hat sich die Arbeit denn gelohnt in dem Dutzend Jahren, die anfangs und auch gerade zuletzt ganz schwierige Jahre waren? Und vor seinem inneren Auge, da wird er dann sehen, ja, er würde es wieder machen, genauso wie es geschehen. Nun lehnt er sich in seinem Angelstuhl bequem zurück und lächelt still in sich hinein, erfüllt von tiefem Glück. Seinen Enkeln sicher er in späterer Zeit erzählt, wie er von Habnit aus sich schuf, seine kommunale Welt. Danke fürs Zuhören, das war es. Machen Sie es gut. Einen schönen Ruhestand. Und vielleicht trifft man sich ja irgendwo mal wieder. Ade. Josef Sturm, einer Ihrer langjährigen Wegbegleiter bei uns im Landratsamt. Es gab natürlich außerhalb auch viele, 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 die jetzt zu Wort kommen werden. Auch Sie haben, sei es im Bereich Politik, in der Wirtschaft, in der kommunalen Familie, die eine oder andere Schlacht zusammengeschlagen. Und den Anfang macht unser Landtagsabgeordneter Martin Schöffel. Ja, lieber Karl, ist ja schon viel gesagt. Liebe Rosi, liebe Familie Döhler, liebe Ann-Kathrin mit Ehemann, lieber Jonas, liebe Christine, lieber Peter, lieber Willi Müller, liebe Walli, lieber Henry Schramm, lieber Bezirksratspräsident, liebe Gäste und vor allem auch liebe Kollegen aus der Kommunalpolitik, liebe Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landräte, alle, die da zuschauen. Wenn ich jetzt über das eine oder andere spreche, was du, Karl, erreicht hast, was wir zusammen erreicht haben, dann ist es natürlich immer auch eine Teamleistung vieler hier im Landkreis. Und das sind natürlich die, die Verantwortung in den Gemeinden tragen, auch natürlich immer mit dabei. Eine Verabschiedung, lieber Karl, das fällt mir persönlich schwer, weil ich verabschiede dich ja nicht, also weder aus dem engsten Freundeskreis und nicht aus dem Landkreis, auch nicht aus dem CSU-Kreisverband, aber natürlich hier aus der Funktion als Landrat. Und deswegen ist für mich eher ein dankbarer Rückblick, eine Ehrung. Und der Wolfgang Greil hat gesagt, den Karl Döhler, den verabschieden wir schon öfters. Da fällt uns noch viel ein und so wollen wir es auch machen. Wenn man deine Leistung einordnen will, was du für diesen Landkreis bewegt hast, dann muss man mal 10, 15 Jahre zurückschauen und sich anschauen oder nochmal vergegenwärtigen, wie da die Lage war. Das ist schwer, das ist nicht leicht, weil es eine extrem schwere Zeit war aus meiner Sicht. Und es ist schon gesagt worden, es war keine ganz einfache Zeit, haben viele gesagt. Ich glaube, es war schon eine schwere Zeit und eine existenzielle Zeit. Es sind ja damals auch Gedanken geäußert worden, den Landkreis einfach aufzulösen, mit einem anderen zu fusionieren. Und wenn man also sich da überlegt, wie, es sind schon viele Daten genannt worden, mit denen wir uns immer rumschlagen mussten, Arbeitsplatzverluste, Bevölkerungsprognosen, aber vor allem auch
die Stimmung bei den Menschen war es ja, die uns beiden da schwer zugesetzt hat. Es konnte passieren, dass hier Investoren oder Gäste in den Landkreis gekommen sind und dann haben die typischen Einheimischen gesagt, warum denn da her, was wollt ihr denn da, das wird doch nichts. Das ist doch hier die falsche Adresse und selbst das Landratsamt hat eine Broschüre rausgegeben. Ich weiß, dass dich das sehr geärgert hat, wo auf der Titelseite stand, eine Region, in der es sich gut leben ließe. Also im Konjunktiv und innen drin waren verschiedene Dinge aufgezählt. Also es war schon eine schwere Zeit. Und ich war damals ja du Kreisvorsitzender 2002, 2001. Wir haben gefordert, es muss ein anderer Landrat her in dem Wissen, dass auch also der Landrat eben die entscheidende Stelle im Regionalmanagement ist. Und der Willi Müller hat dann gesagt, ich glaube, ich habe eine gute Idee, ich habe Gespräche geführt, ich weiß, wer der Richtige ist. Und Willi, du hast das damals vorhergesagt. Und so war es auch. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen, eine JU-Kreisversammlung in Marktredwitz, wo du, liebe Rosi, und wo du, Karl, da warst und die junge Union ganz schön aufgerüttelt hast. Es war ja also schon eine große Stärke von dir. Das ist schon gesagt worden, du bist mit Mut und Entschlossenheit die Dinge angegangen. Du warst auch bei der SPD-Nominierung des damaligen Landrats, was für Aufsehen gesorgt hat. Und du hast den Jungen ganz schön ins Gewissen geredet und gesagt, also an euch liegt es letztendlich, wie das hier weitergeht. Und der Josef Sturm hat jetzt gerade noch mal ein paar Einblicke gegeben, wie du das geschafft hast im Landratsamt. Das war ja auch für mich, obwohl ich oft da war, mit dir zusammen, immer noch bin, lieber Peter, aber oft mit dir zusammen war, schon auch immer eine Fragestellung. Wie gelingt es, dass am Ende so ein Haus so viel möglich macht für die Landkreisentwicklung und für die Bürgerinnen und Bürger? Der Josef Sturm hat schon ein paar Ideen gegeben, aber es war am Ende halt auch eine große Verantwortung, die du persönlich getragen hast und die auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen haben. Und du hast einfach den Glaube ja immer gehabt und auch dir nie nehmen lassen in die Stärke und in die Chancen dieser Region. Du bist es schon mit großem Optimismus angegangen und mit einem riesigen, riesigen Engagement für den Landkreis und das ganze Fichtelgebirge. Und es war auch schon ein gutes Fenster der Geschichte mit Horst Seehofer als Ministerpräsident, der da angetreten ist, zu dem du ein exzellentes Verhältnis hattest, mit dem wir viele ganz beeindruckende Gespräche geführt haben, der sich wirklich sehr interessiert hat, was hier los ist. Und es war eine Zeit des politischen Gestaltens, wo auch entsprechende Möglichkeiten bestanden haben, weil du auch den Ministerpräsidenten überzeugen konntest, dass es vielleicht für den Freistaat auch die letzte Chance ist, jetzt hier mal was Richtiges zu machen und die Dinge auf den Weg zu bringen. Hattest du also den richtigen Eingangskanal, der Henry Schramm hat den auch gehabt. Auch der Henry, wir waren ja öfter mal mit Horst Seehofer zusammengesessen und auch da war das ist schon spürbar, dass er mit uns viel machen will und auf den Weg bringen will und jede Idee aufnimmt. Der Markus Söder hat allerdings gesagt, er ist der beste Freund des Landkreises und wenn der Markus Söder das sagt, dann ist er das auch. Wollen wir nicht widersprechen. Und ich habe ihm heute früh nach dem Aufstehen, Peter, gedacht, ich muss dem Markus Söder mal SMS schicken, mit dem Energy Future Lab muss es weitergehen. Und ich habe also innerhalb von 2 Minuten eine ganz positive Rückmeldung erhalten. Also wir sind auch da nach wie vor gut dabei. Nee, Karl, also du hast deine Erfahrung als MDL natürlich eingebracht und es stimmt schon, du bist hartnäckig vorgegangen, unnachgiebig in der Sache und in der Frage, wie sich dieser Landkreis entwickeln muss. Du hattest da schon ganz klare Vorstellungen und hast dich mit einfachen Antworten und irgendwelchen Ausflüchten und Ausweichmanövern von manchen nicht abspeisen lassen. Und du warst immer bestens vorbereitet. Und zwar nicht nur für die Argumentation zum Auftakt, so für den Einstieg, sondern du hast dir immer überlegt, was werden die sagen und was sage dann ich? Und was sagen die dann da drauf und was sage ich dann nochmal da drauf? Und das hat manche schon also schwer beeindruckt, aber auch natürlich dazu gezwungen, sich mit den Dingen intensiv zu beschäftigen. Und ja, wie gesagt, du hast dann, selbst wenn wir also viele Zusagen hatten,
immer gleich noch eins draufgesetzt. Ich weiß noch, Peter, wir haben mal in Bad Alexandersbad waren, mit dem Thomas Kreuzer, damaligen Staatskanzleichef. Wir haben ja eigentlich mit allen Ministern regelmäßig gesprochen. Du warst jede Woche in München. Und wir hatten mit dem Thomas Kreuzer einen großen Tag im Fichtelgebirge, Spatenstich für die Bohrung der Quelle in Weißenstadt und Gespräche über große Investitionen in Bad Alexandersbad und auch noch beim BLSV Sportcamp. Und es waren am Ende also Investitionen von 100 Millionen. Aber du hast gesagt, wie er ins Auto eingestiegen ist. Also Thomas, das ist vorerst der Anfang. Brauchst nicht denken, dass du da jetzt da dich drauf ausruhen kannst. Und wir brauchen noch das und das und das und das. Und ich weiß noch genau, wie er kopfschüttelnd gesagt hat, ihr seid doch alle völlig verrückt da. Er konnte das nicht fassen, aber am Ende, es ist ja eine Vielzahl von Projekten und Initiativen, die du auf den Weg gebracht hast. Es ist eine Teamleistung, es sind viele Menschen, die dich sehr unterstützt und bewegt haben und von denen du viel lernen durftest. Natürlich an allererster Stelle du, liebe Rosi. Es ist schon gesagt worden, dass du dich um die Politik im Landkreis auch sehr engagiert hast und sehr verdient gemacht hast. Aber ich will auch mal sagen, Karl, du bist natürlich deiner Frau auch immer dankbar, dass sie am Ende sich um die Familie gekümmert hat, um die Kinder gekümmert hat, in all dieser Zeit auch, wo ihr durch ganz Europa gereist seid, dass du auch immer deinen eigenen Beruf noch ausgeführt hast, liebe Rosi, und dich noch um die Politik und das Ehrenamt engagiert hast. Das war schon eine Mega-Leistung und das hat natürlich für den Landkreis und für den Karl und für ja, eure Familie hast du da auch einen riesigen Anteil und eine große Leistung vollbracht. Der Doktorvater ist schon genannt worden. Ich erinnere mich aber auch an frühere Kolleginnen, eine Frau aus Äthiopien, eine aus Skandinavien, die du immer zitiert hast oder ihre Vorgehensweise geschildert. Und einer dürfte auch nie fehlen bei dir, nämlich Albert Einstein. Es war eins deiner am häufigsten vorgetragenen Zitate. Eine gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung am Anfang ausgeschlossen erschien. So oder so ähnlich muss es Einstein gesagt haben. Da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, aber am Ende war immer gemeint, das muss gehen und das schaffen wir auch, wenn alle an diesem Ziel auch arbeiten. Es gibt auch viele andere tolle Zitate von Einstein. Ich weiß mal, wie du bei einer Schulverabschiedung das Zitat gebracht hast. Die Schule soll stets danach trachten, dass der junge Mensch sie als harmonische Persönlichkeit verlasse, nicht als Spezialist, weil du das uns immer auch und überzeugt hast, Spezialisten, die nur ein Thema im Auge haben, mit denen können wir keine Zukunft gestalten. Viele andere haben mitgewirkt, die sind ja heute auch viele im Raum. Und es waren eine Vielzahl von Werten, die du geschaffen hast, ideelle Werte, dass die Menschen wieder den Stolz auf ihre Heimat nie verloren haben oder auch wieder dazu gewonnen haben. Viele haben ihn dazu gewonnen durch die vielen Erfolge, die dein Wirken, unser gemeinsames Wirken auch gezeitigt hat. Und ich will nur eine Auswahl von Projekten mal nennen, die, glaube ich, heute auch notwendig sind. Stefan Gesell hat immer gesagt, entscheidende Impulse für den Bau des Kurzentrums hat mir der Karl Döhler mit auf den Weg gegeben, weil du ihm auch gesagt hast, dann mach was in Weißenstadt. Das BLSV Sportcamp konnten wir neulich eröffnen. Du hast am Anfang beim BLSV entscheidende Hoffnung geweckt, dass es hier gute Förderung geben kann. Die Verstaatlichung des Porzellanikons wurde schon genannt. Ich weiß noch, wie wir mit Georg Fahn schon nächtens nach einer Veranstaltung in Habnet in der Küche saßen und du hast gesagt, na, du gehst jetzt nochmal mit, wir müssen da reden. Der Finanzminister hat sich die Zeit genommen. Automobildesign-Studio, das war dein Thema. Ich konnte zum Glück dann zusammen oder den Markus Söder auch überzeugen, das in die Hightech-Agenda aufzunehmen. Die Behördenverlagerungen, dass am Ende die Landkreise Hof und Wunsiedel, da lieber Oliver Bär, liebe Kollegen aus dem Landkreis Hof, dann gesagt haben, jawohl, wir konzentrieren uns bei dieser Entscheidung auf Marktredwitz. Jetzt müssen wir es dann auch endlich mal umsetzen, oder die Staatsregierung, diese Projekte. Wir haben
die Förderoffensive Nordostbayern geboren, zusammen, du vorher schon die Hochfrankenförderung in einzelnen Bereichen. Dann hast du das bewusst, muss man immer dazu sagen, angelegt als ein Förderprogramm für den ganzen Bereich, von Kronach bis Tirschenreuth, auch mit Kulmbach. Die Stabilisierungshilfen, viele Gespräche mit Horst Seehofer haben dazu stattgefunden, wie kann man im kommunalen Finanzausgleich die Dinge richten. Das Kennzentrum, das wir heute haben, da hast du für die ersten Arbeitsplätze gesorgt und die Gespräche mit Horst Seehofer und Georg Fahn schon. Viele Dinge auch im Kreishaushalt, wo der Josef Sturm ja schon gesagt hat, die Leute fragen sich, wo kommen die Millionen her? Ja, es waren natürlich immer wieder auch Dinge, an denen du gearbeitet hast. Direkte Zuschüsse, Stabilisierungshilfen, aber auch andere Fragen, die die Finanzlage des Landkreises positiv beeinflusst haben, im Bereich der Sozialpolitik beispielsweise, wo du geschaut hast, dass der Freistaat irgendwo eine Regelung ändert, die für den Landkreis besonders günstig ist. Smart City Projekt, Freiraum für Macher, Kampagne, es ist vieles gesagt worden. Lieber Karl, du warst der erste Landrat für die CSU im Fichtelgebirge und du warst wahrlich ein echter Krisenmanager. Du hast ein Unternehmen, eine Region in wirklich schwieriger Lage übernommen und du hast angefangen, hart zu arbeiten. Und das zusammen mit der ganzen Bevölkerung hier, mit allen im Landratsamt und in der Kommunalpolitik. Und zwar so, wie das Bauern und Mittelständler machen. Nicht irgendwie Verlustbringer einfach abstoßen, schließen. Ich will jetzt gar kein einzelnes Projekt nennen, das würde ja für Empörung sorgen, sondern du hast gesagt, nee, hier muss aufgebaut werden, muss alles erhalten werden. Wir müssen schauen, dass wir für den Landkreis was erreichen, dass uns wir stark aufstellen für die Zukunft. Und du hast ja im betriebswirtschaftlichen Sinne Eigenkapital und Substanz geschaffen, aber eben auch die ideellen Werte, was heute den Ruf und das Image des Fichtelgebirges anbelangt und die Einstellung der Menschen zu ihrer Heimat. Und die Region kann heute an frühere Erfolge, an großartige Zeiten, die diese Region ja erlebt hat, zum Beispiel mit Porzellan und anderem, heute mit neuen Chancen, mit einer völlig anderen Aufstellung, aber an positive Entwicklungen wieder anknüpfen. Vom Krisenlandkreis zum Innovationslandkreis habe ich mir noch aufgeschrieben. Und da ist nicht nur Freiraum für Macher oder das Automobildesign beispielhaft, sondern auch eben die Digitalisierungskampagne, der erste Studiengang, den wir jetzt in Selb bekommen, mit der Hochschule Hof, der wirklich große Zukunft haben wird, Dispergierzentrum, viele Entwicklungen in der Wirtschaft. Ich danke dir, Karl, als Freund und Kollege für eine tolle, tolle Zusammenarbeit. Ich glaube, ich war in vielen Zeiten derjenige, der dir da auch mit am nächsten stand im politischen Bereich und wo wir viel miteinander gemacht haben, wo du mir auch viel geschildert hast, was dich so umtreibt. Und ich möchte dir sagen, auch für mich bist du ein Vorbild. Ich habe viel gelernt von dir. Und zwar eben die Tatsache, dass man sich auf Termine, auf Dinge, auf Entscheidungen gut vorbereiten muss, dass man sich selber nie zu wichtig nehmen darf in dem Geschäft. Auch das habe ich schon von dir gelernt, dass man gründlich denken und abwägen muss und vorbereitet sein muss auf gewisse Entwicklungen, die sich abzeichnen oder die kommen können. Und dass man mutig, ehrlich und menschlich in dem Job vorangehen muss, weil man damit am weitesten kommt. Und das will ich mir auch weiterhin natürlich sehr zu Herzen nehmen. Ich wünsche dir und deiner ganzen Familie beste Gesundheit, natürlich für die nächsten vielen Jahre und Jahrzehnte, viel Zeit mit deinen Kindern und Enkelkindern, da werden bestimmt noch viele dazukommen, nehme ich an, viel Freude auf Reisen, die ja schon vorgeprägt sind, quer durch Deutschland, aber auch zu Freunden in ganz Europa, die du hast. Viel Spaß natürlich mit dem Deutz, weil das ist ein tolles Fahrzeug und wir müssen unbedingt auch mal wieder zusammen irgendwie Heu machen oder Ballen fahren oder irgendwas, weil das macht natürlich uns beiden großen Spaß.
Und aber natürlich auch viel Spaß bei dem, was da noch kommt. Du hast ja noch große ehrenamtliche Aufgaben, wenn ich denke an den Kreisvorsitz im Bayerischen Roten Kreuz, eine Institution, die es auch ohne deinen Einsatz vielleicht so nicht mehr gäbe, weil auch die Situation schwierig war, wie du das übernommen hast, wo du auch saniert hast, viel aufgebaut hast und nach wie vor zum Beispiel, wie auch in vielen anderen Aufgaben, ja noch tätig bist. Deswegen keine Verabschiedung, lieber Karl, sondern ein dankbarer Rückblick, eine große Ehrung. Du hast Großartiges für unsere Heimat geleistet und ich bin stolz und dankbar und glücklich, dass ich da auch schon dabei sein durfte, viel von dir lernen durfte und dass wir miteinander so viel erreicht haben. Und ich kann dir versprechen, wir arbeiten so weiter mit dem Landrat Peter Berek und mit vielen Kollegen in der Kommunalpolitik, in den Institutionen. Und ich hoffe, du freust dich da auch drüber. Alles Gute, lieber Karl, liebe Rosi, und herzlichen Dank. Dankeschön. Bevor wir zu den nächsten digitalen Grüßen kommen, haben wir auch noch einen Herrn bei uns im Raum, der als derjenige heute schon genannt wurde, der Sie so ein bisschen in die Nummer mit dieser Politik reingequatscht hat, im positivsten Sinn. Jürgen W. Heike ist da und möchte ganz kurz auch noch die Worte an Sie richten. Und ich mache dafür natürlich selbstverständlich gerne Platz. Lieber Karl, liebe Rosi, meine sehr verehrten Anwesenden, ich habe mich vorhin noch mal erinnert, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, an dieser Misere spricht, dass du diese Arbeiten alle übernehmen musstest, bin ich ein bisschen schuld gewesen. Nicht, dass ich dich in das Amt reingequatscht habe, du hast hervorragende Wahlergebnisse gehabt, nein, aber ich glaube, es war hier oben, bist du damals eingeführt worden als Landrat. Und der Landratseinführer, das war ich. Und ich bin heute noch stolz drauf, ich habe 6 oder 7 solche Einladungen dann durchgeführt. Aber bei euch beiden war es auch eine ehrliche Freundschaft, die dazu Worte kam. Und ich muss sagen, wir haben einen guten Griff gemacht. Und ich freue mich darüber, dass du, und das habe ich auch in meine Karte kurz reingeschrieben, den Mut hast, mal zu sagen, jetzt lass andere ran. Ich möchte auch selber mal ein bisschen wieder für mich haben. Rosi, ich glaube es noch nicht so ganz, aber wir versuchen es mal miteinander. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir das schaffen könnten. Und wir hatten ja damals schon eine Achse. Einer zieht jetzt schon Kopf ein, der weiß genau, dass er gemeint ist. Das ging bei dir hier im Wunsiedlerbereich an, ging über Kulmbach, über Kronach bis nach Coburg. Bei uns hieß es nicht, dass man die Taschen zunähen würde, sondern bei uns hieß es, diese Achse ist uns lieb und teuer. Und das hast du insbesondere sehr elegant gekonnt. Da haben wir überhaupt keine Chance gehabt. Da habe ich wieder manches von dir gelernt. Und da möchte ich natürlich auch gleich an dieser Stelle, weil er da hinten sitzt, so ganz bescheiden vor sich hin lächelt, Willi Müller mit einschließen. Wir beide, er und ich, sind ja in der Seniorenunion Oberfranken mittlerweile tätig. Und bevor du immer zu ihm im Wald rumrennst oder wer weiß wo bist, täte es gut, wenn du dort auch mitmachen würdest. Also du bist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Ich bedanke mich aber ganz offen und ehrlich, Rosi, bei euch für die Freundschaft. Das ist nicht nur ein Wort. Das ist wirkliche Freundschaft und sowas sollte man auch beibehalten. Ich habe ausdrücklich, und wenn ich so einen Befehl kriege, habe ich auf den zu gehorchen, von meiner Frau den Auftrag, das zu sagen, Dankeschön für eure gemeinsame Freundschaft. Und jetzt kannst du dich bei deinem Sohn, kannst du dich dann einkratzen, und zwar unser erster Enkel, ist jetzt nicht 3 Monate, sondern 3 Wochen und einen Tag. Also die Ähnlichkeiten sind vorhanden. Und damit du was für den Kleinen hast, nachdem diese trockene Zeit hier ist,
Gruß aus der bayerischen Spielzeugstadt. Ich hoffe, er kann damit was anfangen, wenn es auch jetzt noch zu früh ist. Alles Gute, bleibt mir gesund, ich weiß, wovon ich rede. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch mal zusammen ausgehen können wieder. Danke, alles Gute, Gottes Segen. Wenn Sie sich jetzt vielleicht denken, was macht denn die Ries Fähnrich schon wieder am Handy? Also zum einen ist es natürlich mein Problem, dass ich immer am Handy bin, aber heute aus bestem Grund, die ersten Grüße im Live-Chat sind schon eingetroffen. Da schreibt zum Beispiel der Hans-Peter Friedrich, der Wieland Schlätz, unser Kreisbrand-Oberchef, grüßt. Der Leiter der Entwicklungsagentur, Thomas Edelmann, Entwicklungsagentur, war natürlich heute auch schon ein Thema. Der Celal Öztürk schreibt Ihnen, Herr Dr. Döhler, ein vorbildlicher Mensch, Freund, Landrat und viel mehr. Und noch weitere Grüße sind eingegangen. Sie können uns natürlich noch schreiben, wenn wir Ihre Grüße übermitteln sollen. Und wir machen jetzt weiter mit digitalen Grüßen. Ja, lieber Karl, Herr Altlandrat, muss ich jetzt sagen, deine offizielle Verabschiedungsfeier hat sich jetzt dann doch eine Zeit hingezogen wegen Corona. Ich nehme auf diesem Weg jetzt natürlich sehr gerne teil, möchte mich bei dir für die langjährige, sehr, sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Du warst ja Bezirksvorsitzender, Sprecher der oberfränkischen Landräte, ein Kämpfer, sondersgleichen für den ländlichen Raum. Ich kenne die ganze Geschichte deines Landkreises. Du hast es oft dargelegt und uns nahegebracht, was es bedeutet, wenn man so viele Menschen abwandern sieht. Da blutet einem natürlich das Herz, aber du konntest den Trend stoppen. Ihr seid auf einem sehr guten Weg, das hast du alles mit eingeleitet. Du hast für die Finanzen der strukturschwachen Landkreise massiv gekämpft. Also wie ein Löwe, kann ich sagen, ganz großen Respekt. Ich darf auch sagen, du hast dich bei uns im Präsidium sehr, sehr gut eingebracht. Du warst auch unser Beauftragter für Europa. Aus deiner beruflichen Erfahrung heraus hast du es auch mit Leidenschaft gemacht. Und ich darf auch aus dem Nähkästchen plaudern. 2014 warst es du, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, bitte kandidier noch mal. Also wir stehen voll dahinter. Also ich habe dann zuerst überlegt, aber es ist, hat dann alles ein gutes Ende genommen. Dafür bin ich dir natürlich persönlich sehr dankbar, dass du das als Erster auch damals auch mit signalisiert hast. Also ich glaube, haben wir von der Grenzregion, wir kommen ja aus gleichen und doch ein bisschen unterschiedlichen Verhältnissen, aber wir haben da immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet, zusammengehalten. Ich glaube, wir konnten die Jahre sehr viel bewegen. Du auch in allen Bereichen, also Smartis, Fichtelgebirge, du hast viele Themen da angerissen und vorangebracht und menschlich haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt in der Nach-Corona-Zeit uns da und dort auch wieder öfter persönlich begegnen. Es war immer sehr, sehr nett mit dir, man hat sich in deiner Umgebung immer wohlgefühlt und einfach herzliches Vergeltsgott für deinen Einsatz für unsere bayerischen Landkreise. Auch vorher schon im Bayerischen Landtag. Lieber Karl, alles erdenklich Gute. Ich wünsche dir Gottes Segen, Gesundheit und viel Freude mit deiner neuen Freizeit. Lieber Altlandrat Dr. Döhler, Sie haben einmal von sich gesagt, was ich geschafft habe, ist, dass wir in der Region mit einer Stimme reden. Und so vereint mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern haben Sie außerordentlich erfolgreich für den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge und zuletzt als Sprecher der oberfränkischen Landräte für die ganze Region gewirkt. Ich nenne als Stichworte nur Förderoffensive Nordostbayern und Freiraum für Macher. Insgesamt ist festzustellen, dass in den Landkreis Wunsiedel die Zuversicht wieder zurückgekehrt ist und sie ist trotz Corona geblieben. Herzliches Vergeltsgott für Ihr riesiges Engagement und das, was Sie erreicht haben
und alles, alles Gute für Sie persönlich, Gesundheit und Glück. Servus, Herr Altlandrat, lieber Dr. Karl Döhler. Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die im Namen aller Landkreisbürgermeisterinnen und Bürgermeister Danke zu sagen, ohne zu wissen, warum die Wahl gerade auf mich fiel. Ob das Kriterium hierfür meine lange Amtszeit war oder ob die Spitzenposition Erzbergs natürlich rein alphabetisch betrachtet den Ausschlag dafür gab, ist relativ, denn ich will dieser Aufforderung natürlich gerne nachkommen. Danke, lieber Karl, für deine engagierte Arbeit als Landrat und deinen Einsatz, alle Mandatsträger, alle Musketiere davon zu überzeugen, dass nur gemeinsames Handeln zielführend ist. Wer von den 17 sich in den Romanhelden Athos, Aramis oder Porthos wiederfindet, weiß ich nicht, aber die Rolle des Anführers D'Artagnan wird in den Geschichtsbüchern des Landkreises Wunsiedel sicherlich dir zugeschrieben werden. Lieber Karl, Herr Altlandrat, ich wünsche dir in unser aller Namen einen aktiven Ruhestand, viel Gesundheit und bleib einfach so, wie du bist. Schade ist nur, dass wir den Wettstreit, wer von uns beiden denn die kürzeste Rede hält, nicht fortsetzen können. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. In diesem Sinne nochmals alles Gute und herzlichen Dank, dass wir zusammen mit dir arbeiten dürften. Glück auf, Herr Altlandrat, oder um das Geschehe weiter zu bedienen, einer für alle, alle für einen. Herzlichen Dank. Mach's gut. Lieber werdender Altlandrat, lieber Karl, wir kennen uns seit vielen Jahren. Im Laufe dieser langen Zeit gab es immer Themen wie Wirtschaft, Kultur, regionale Entwicklung, die uns immer wieder zusammengeführt haben. Und bei jeder Begegnung mit dir hatte ich immer das Gefühl der Unkompliziertheit, der Einfachheit. Souveränität, Klarheit und eben Einfachheit hast du gerade bei komplexeren Themen ausgestrahlt. Das ist eine Gabe, lieber Karl, die sehr selten ist. Die Art und Weise, wie du unseren Landkreis geführt hast, hat mir für mein eigenes Leben viel gelernt. Die Bodenständigkeit, die Demut, die aus einem Leben in engem Kontakt mit der Natur entspringt, hast du nie verloren. Der kleine, unkomplizierte Bub aus dem Fichtelgebirge ist immer in dir geblieben, auch wenn dein Lebensweg zu vielen wichtigen Positionen auch auf europäischer Ebene geführt hat. Wenn man Menschen wie dir begegnet, fühlt man sich motiviert, etwas bewegen zu wollen. Dank deiner Zurückhaltung, dein Zuhören können, hast du die Kreativität vieler Menschen, auch meine, angeregt. Es ist das, was Schaffenskraft, Lebenswille und regionale Entwicklung möglich macht. Für all das Gute, das du mir persönlich mit Franz als Unternehmer-Ehepaar, als IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende des IHK-Gremiums Matredwitz selbst erfahren habe, möchte ich dir einen großen Dank aussprechen. Meine Dankbarkeit geht an dich, aber auch an Rosi, die mit ähnlichen Eigenschaften und mit unermüdlichem Einsatz immer für unsere Region da war. So wie ich dich kenne, wirst du auch als Altlandrat uns allen und deinen Nachfolger Peter Berek als Freund zur Seite stehen. Danke für alles, lieber Karl.
Ihr eigener Stil, Ihre Persönlichkeit ist ja jetzt auch in diesen Grußworten wieder deutlich rausgestellt worden. Und dazu passt auch unser nächstes Musikstück, das die Rosi für Sie ausgesucht hat, My Way. Thank you.
Ein kleiner Gänsehautmoment. Vielen Dank an Franziska Wächter und Fachbetreuer Andreas Kraus vom Otto-Hahn-Gymnasium. Ja, lieber Herr Dr. Döhler, jetzt ist wahnsinnig viel über Sie gesprochen worden. Und jetzt kommt der Moment der Momente, denn jetzt gebührt das Wort Ihnen, Ihre Festrede. Ich darf Sie nach vorne bitten. Sie möchten, ja, sehr gerne. Bitte schön. Okay, dann können wir es machen. Schönen guten Abend. Sorry, dass ich mich kurz spontan hier mit einklinke. Ich halte mich auch ganz kurz. Sie dürfen raten, von wem ich den Satz habe. Ich habe mich heute Morgen so ein bisschen lustig gemacht über meinen Vater, wie er stundenlang über seine jetzt nachfolgenden Rede saß, während er das vor 15 Jahren in 3 Notizen der Minute vorher gemacht hat. Davon inspiriert stehe ich jetzt ganz kurz hier. Wollte auch mal kurz die Möglichkeit nutzen, um ein paar Worte an meinen Vater zu richten. Und ich denke, komplett ohne Vorbereitung und ohne Notizen. Aber ich denke, für ein paar Worte tiefer Dankbarkeit und Stolz braucht man auch keine Notizen. Wenn es gut läuft, spreche ich auch im Namen von meiner Schwester und die ja gerade draußen ist. Danke für die Erfahrungen, die wir machen durften als Kinder und als Familie. Herr Berek hat es ja schon angedeutet, die waren nicht immer nur positiv. Ich hätte liebend gerne auf leichenblasse Eltern während der intensiven Wahlkampfzeit verzichten können. Nichtsdestotrotz war ein Großteil sehr, sehr lehrreich für uns als Kinder, spannend und prägend. Noch danke für die Möglichkeiten, die wir dadurch bekommen haben, die sich für uns eröffnet haben. Ich hoffe, dass wir die nicht alle unbedingt immer so als Gott gegeben gesehen haben. Deshalb stehe ich auch hier. Und vor allem danke, dass wir auch unser Leben selber leben durften. Ich glaube, das war euch auch immer sehr, sehr wichtig, die Kinder da ein bisschen abzuschirmen. Wir sind sehr, sehr stolz auf dich, was du geleistet hast, wie du es geleistet hast, mit Eigenschaften und Werten, die du uns tagtäglich eingeimpft hast und vorgelebt hast. Beispielsweise Integrität, Authentizität, und Bodenständigkeit, da hat die Anni einen Großteil davon abbekommen, eine gewisse Hingabe, Leidenschaft, Kompromissbereitschaft, aber eben auch hinter der Sache zu sein. Und Werte, die wir mitbekommen haben, die heutzutage leider nicht mehr ganz so selbstverständlich sind. Und deshalb, bevor es mir hier zu gut gefällt hier vorne und doch noch ein Politiker aus mir wird, vor allem da der Herr Heike hier ja auch ist, habe ich schon gehört, dass das dann gefährlich ist, möchte ich noch einmal ein letztes Mal von ganzem Herzen Dankeschön für die Zeit. Danke, dass du unser Vater bist. Und wir sind sehr stolz auf dich und froh, dich zu haben. Und ich finde das Wort Verabschiedung ein bisschen unpassend, weil ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Zusammen. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber um das Wort Verabschiedung drumherum haben wir ja extra das Bild gewählt mit dem alten Baum und dem frischen Grün. Das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für den aktuellen Moment. Und jetzt übergibt Döhler an Döhler. Bitte schön. Dann muss ich sie wenigstens rausholen, wenn er sich anspricht, die Rede heute. Lieber Peter, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Innenminister, lieber Joachim, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich mache das jetzt kurz mit der Anrede, weil ja, ich muss kürzer sein als der Stefan Göcking vorhin in seiner Einspielung. Das war so ein kleiner Wettbewerb immer. Wer macht es am kürzesten? Es ist schon ein sehr emotionaler Moment jetzt gerade. Ihr habt es schon unheimlich dramatisch auch gemacht. Das eine oder andere habe ich ja vorher schon gewusst, aber vieles eben nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich da wiedererkennen kann, weil so viel kann ja ein Mensch gar nicht eigentlich wirklich machen oder leisten. Und das ist ja auch so nicht gewesen. Es ist natürlich schön, dass man sich da erinnern kann an so einem Tag. Da kriegt man viele Stichworte, gerade eben mit dem Lead My Way. Das ist einmal natürlich richtig. Viele Leute haben auf mich eingeredet. Ich habe dann doch gemacht, was ich wollte. Aber das ist ja auch das Wichtige, dass man ein klares Ziel, eine klare Strategie, einen klaren Weg hat und sich letztendlich zwar Nuancen auch mal abbringen kann, lassen kann, aber nicht vom Hauptweg.
Es ist für mich sehr wichtig zu danken. Ich müsste Hunderten von Menschen danken, die mir begegnet sind. Und Christian Bernreiter hat vorhin gesagt, man hat sich in meiner Nähe wohlgefühlt. Das muss ja nicht für alle gelten, weil die mir die Taschen aufmachen mussten, da war es vielleicht nicht ganz so sehr. Aber irgendwie, sagen wir mal, die Möglichkeit zu haben, mit Menschen vernünftig zu reden und sie trotzdem dazu zu bringen, dass sie uns helfen, das ist schon interessant und das habe ich natürlich auch schön gespielt. Und Martin, du hast es vorhin gesagt, ich habe immer vom Schachspiel geredet. Man muss letztendlich wirklich immer den letzten Zug machen können. Das heißt, man muss so sehr vorbereiten, dass man immer den letzten Zug hat, weil dann ist klar, dann hat man eben den letzten Zug. Die Lage, ja, im Fichtelgebirge, die hat sich verändert, sowohl statistisch als auch gefühlt. Ihr habt mir jetzt alle gewürdigt und was ich angeblich alles gemacht haben soll, aber mein Beitrag, habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, war das Einfachste an dieser Entwicklung. Ich hatte unglaublich viele wichtige Partner, schöne, gute Begegnungen, ein oder andere vielleicht nicht ganz so gut, aber wichtige Begegnungen, wo auch dann viel passiert ist. Und viele Situationen, die in diesem Spielleben ohne die das Fichtelgebirge niemals so eine Entwicklung hätte nehmen können. Ein Spiel, ein Schachspiel, ein Spiel, wo unheimlich viele mitgewirkt haben. Als erstes möchte ich hier auch die wichtigsten mit nennen, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt. 2008 als neuer Landrat. Das muss ja für alle eine Art Kulturschock gewesen sein. Es wurde eine andere Arbeitseinstellung verlangt im Landratsamt. Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sind die wichtigste Schaltzentrale für die Entwicklung der Region. Es geht nicht darum zu verwalten, sondern es geht darum zu gestalten. Das ist jetzt ihre Aufgabe. Sie sind jetzt diejenigen, die die Initiatoren sein sollen, die Vorbild sein müssen für den Aufbruch. Das königlich bayerische Amt muss zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb werden. Und das Wunderliche war, die allermeisten haben das auch in relativ kurzer Zeit verinnerlicht. Sie haben mitgemacht, sie haben das verinnerlicht. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Situation, weil das ist natürlich dann die Basis für all diese Entwicklung, die später kommt. Dass jemand vorne dran steht, dass ein Amt, dass ein Landratsamt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt Vorbild sind für eine positive Stimmung, für eine positive Entwicklung. Das zeigt sich schon am Radwegenetz. Wir wären bestimmt nicht so weit, wenn nicht ein Mitarbeiter in meinem Landratsamt gesagt hätte, ja, ich mache das, ich organisiere das, neben über meine normale Aufgabe hinaus setze ich mich da ein und mache das. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehemaligen, jetzt deine, lieber Peter. Ich kann nur den Hut ziehen, mich herzlich bedanken, dass es mit mir nicht ganz so einfach gewesen sein muss. Das erkennt man schon daran, dass alle 1,5 Jahre ich eine neue Sekretärin brauchte. Also so ganz einfach scheint es mir doch nicht gewesen zu sein. Weitere Beispiele möchte ich kurz nennen, die zeigen, dass es weniger ich als wir waren, die diese Entwicklung erfolgreich gestaltet haben. Scanzentrum, du hast es vorhin schon gesagt, so ein Scanzentrum mal anstoßen, das ist ja nicht wirklich ein großes Problem. Ja, es sind ein paar Gespräche, aber das ist ja nicht wirklich das Problem, aber man muss es natürlich auch erfolgreich umsetzen. Man muss es erfolgreich realisieren. Und ich kann mich gut erinnern, es war in diesem Saal, hat der Präsident des Landesamts für Finanzen damals gesagt, mittellangfristig 40 Mitarbeiter bei der Einweihung. Ich war schon ein wenig überrascht, weil der Ministerpräsident hat 70 gesagt, aber der Präsident hat gesagt, mittel- und langfristig 40 Mitarbeiter, jetzt haben sie über 150. Sie haben deshalb über 150 nicht wegen mir, sondern weil sie so hervorragende Arbeit geleistet haben, dass sie einfach unentbehrlich sind für Bayern, für Rheinland-Pfalz, für Thüringen, für die sie jetzt auch arbeiten. Das heißt, von Anfang an haben die Menschen hier, die Mitarbeiter und Mitarbeiter im Finanzamt, die Neuen und auch die, die das alles aufgebaut haben, die Alten, haben so hervorragend gearbeitet, dass man gar nicht mehr drum herum kam. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Signal nach außen.
Signal nach München, unheimlich wichtiges Signal nach München, dass man sagt, wenn man euch was gibt, dann wird da auch was draus. Deshalb möchte ich mich da ganz herzlich natürlich bedanken bei gerade den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt, aber bei allen Fichtelgebirglern, die sich bei ähnlichen Projekten, die wir hier bekommen haben, die hier finanziert worden sind vom Freistaat, von Berlin, dann sich so eingesetzt haben, dass da was draus geworden ist. Verstaatlichung Porzellanikon ist auch genannt worden. Ich kann mich gut erinnern, Drittellösungen wären die meisten froh gewesen. Drittel der Staat, der Freistaat, Drittel der Bezirk, lieber Henry, ein Drittel der Landkreis, wären wir alle heilfroh gewesen, bis auf mir. Da haben wir dann die Frau Gernbauer in der Staatskanzlei gehabt, die die zündende Idee hatte. Und dann Wilhelm Wenning und Martin, für uns war es dann eigentlich nur noch die Aufgabe, dann dafür zu sorgen, dass in Oberfranken eben dieses Museum benannt wird als das staatliche Museum. Der Freistaat, die Frau Gernbauer hat gesagt, der Freistaat, der sollte doch in jedem Bezirk ein staatliches Museum haben. Das waren am Anfang nur bei 3 Bezirken. Würzburg hat die Stadt schon praktisch fast vollständig bezahlt. In Ringsburg sollte ein neues Museum kommen. Das heißt, es war Niederbayern und wir Oberfranken, die noch kein staatliches Museum hatten. Und diese zündende Idee, die haben wir dann umgesetzt. Das war eigentlich das Einfachste. Die Idee war das Wichtige, das so zu tun. Ich habe so manchmal das Gefühl, die mit dem Glasmuseum in Freyung, die wissen heute noch nicht, warum sie verstaatlicht worden sind. Wichtig für mich auch, es ist auch ein bisschen angeklungen, ein Gespräch in Tierstein. Bei BD Sensors haben sich alle 17 Bürgermeister mit dem damaligen Finanzminister Markus Söder getroffen. Und sie haben sehr sachlich, aber auch sehr deutlich und sehr klar und ganz ohne Parteipolitik dargestellt, unter welchen Umständen sie versuchen müssen, als Bürgermeister hier in der Region zu gestalten. Ich war und bin da stolz auf meine Bürgermeister, weil dieses Gespräch war auch ein ganz wichtiger Baustein. Dieses Gespräch war ein wichtiger Baustein für alles, was auch danach gekommen ist. Verbesserungen im Finanzausgleich, die staatlichen Arbeitsplätze, die Behördenverlagerungen und, und. Da haben unheimlich viele profitiert, nicht nur unser Landkreis, sondern eben, Christian hat es gesagt, ländliche Räume, gerade auch Oberfranken. Und da möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken, in diesem Zusammenhang bei allen Kommunalpolitikern im Bezirk, bei den Landratskollegen Oberfranken, Bayern, bei den Bürgermeisterkollegen, bei allen Kommunalpolitikern insgesamt, insbesondere aber natürlich auch bei den Bürgermeistern im Fichtelgebirge und den angrenzenden Bürgermeistern ums Fichtelgebirge herum, die wir ja immer mit einbezogen haben. Und was mich besonders freut, das ist, dass Herr Bitzinger aus Tschechien heute Abend dann auch zuschaut und sich eingeschaltet hat als Präsident der Euregio Egrensis. Bei der Verstaatlichung des Porzellanikons habe ich natürlich auch gleich vergessen, dass ich mich in diesem Zusammenhang bei allen staatlichen Einrichtungen, bei allen Institutionen, ob Landtag, ob jetzt auch Kabinettsmitglieder, staatlichen Beamten und Angestellten in den Ministerien, in den Behörden, in den Regierungen ganz herzlich bedanken. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte nicht zu viele Namen nennen, weil das ist immer eine gefährliche Falle, in die man dann reintritt. Und deshalb möchte ich das letztendlich auch pauschal machen. Das ist auch in allen Ihren Interesse, weil sonst könnte das heute ein längerer Abend werden. Internationale Begleiter hatten wir sehr, sehr viele und wir haben auch da Freunde in diesen internationalen Begleitern gehabt und insbesondere auch Ungarn und Türkei sind wir natürlich sehr traurig, dass die besten Freunde viel zu früh verstorben sind. Bürgermeistergespräch, ich habe es vorhin gesagt, der Stefan hat es auch angesprochen, das gab so eine Art einer für alle für einen Gefühl. Das ist natürlich eine feine Sache, da freut man sich, allerdings gab und wahrscheinlich mit längerem Zeitabstand gibt es natürlich auch wieder Nuancen in diesem ganzen Kapitel. Viele, aber nicht alle, haben zu 100% verinnerlicht, dass sie sich nicht ausschließlich um ihre Stadt, sondern eben kümmern sollten, sondern auch für die Region verantwortlich fühlen sollten. Das muss Peter schauen, dass du das immer wieder
immer wieder im Griff bekommst, weil das ist unheimlich wichtig, dieses Wir, dieses sich auch für die Region verantwortlich fühlen, gerade bei den Bürgermeistern. Eine kleine Botschaft muss irgendwo auch schon mit dabei sein, so kennt man mich ja, hat ja der Josef Sturm auch gesagt. Vielleicht noch gerade, weil ich es aufgeschrieben habe, dass ich es ja nicht vergesse, My Way OHG, das waren schon interessante Gespräche, den musikalischen Zweig im Otto-Hahn-Gymnasium in Marktredwitz einzuführen. Versuchen Sie das einmal, wenn Sie 3 Gymnasien im Landkreis haben, in einem musikalischen Zweig einzuführen. Wobei die 3 Gymnasien in der Kreisstadt und in 2 großen Kreisstädten sind. Das waren interessante Diskussionen. Als viertes Beispiel möchte ich noch das Kurzentrum Therme Weisenstadt nennen. Als Beispiel für unglaublich viele Investitionen im Fichtelgebirge, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und Forschung, in der Gesellschaft. Zuletzt, du hast es gesagt, Designstudio, EDZ in Selb, Auenburg, drumherum in Marktredwitz, Rock in den Weisenstadt, das ganze Energie-Wasserstoffzentrum in Wohnsiedel, die Dorferneuerung mit dem ALE, Herr Hepple und Herr Winkler schauen heute Abend auch zu, ganz herzlichen Dank, da ist unheimlich viel passiert und jetzt bin ich auch wieder in die Falle getappt, weil wenn man da anfängt, dann muss man eigentlich die Liste fortführen. Es ist einfach wirklich toll gewesen zu sehen, wie die Menschen, wenn sie motiviert werden, wie sie dann Dinge auch selber, wenn sie angestoßen worden sind, weiterführen und wie sie sich darüber freuen. Und gerade eben Dorferneuerungen am Anfang dieses Jahrhunderts, das war ein unglaublich wichtiges Signal auch in unserer Region. Ganz herzlichen Dank dafür. Das waren allesamt Signale, die die Menschen in unserer Heimat Fichtelgebirge Hoffnung, Selbstvertrauen gegeben haben und die sich letztendlich auf die Stimmung auswirkt, was am Ende wieder bedeutet, dass das ja einfach auch wieder eine Spirale nach oben wird. Wir hatten lange genug die Spirale nach unten. Wir haben sie einfach drehen können gemeinsam. Wenn man da zurückdenkt, Anfang der 2000er sind Investoren zu uns gekommen und haben gesagt, im Prinzip möchte ich bei euch schon investieren, aber meine Bank verlangt von mir höhere Zinsen, wenn ich investiere in eine Region wie dem Fichtelgebirge, eine sterbende Region. Das war noch Anfang der 2000er so. Die Denkweise der Banken, der von außen, die uns angeschaut haben, als sterbende Region, wir haben es ihnen gezeigt. Hier kann man Jean-Paul nehmen, denke ich. Das ist ein Satz, den ich vor kurzem auch wieder gehört habe: Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern darin, dass man sie sehend überwindet. Und das ist das, was die Menschen hier gemacht haben. Sie haben Mut gezeigt, sie haben Dinge angepackt. Man hat sie bloß ein bisschen mal anstoßen müssen und dann haben sie gearbeitet für einen. Das ist natürlich ein schönes Leben, wenn man einfach nur ein bisschen anstoßen, ein bisschen motivieren muss. Und die machen alle Arbeit. Dank stellvertretend hier für alle aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus dem gesellschaftlichen Leben, die sich engagiert haben, die an das Fichtelgebirge geglaubt haben und wieder und immer mehr glauben und sich deshalb auch über die Maßen engagieren in diesen Bereichen. Wobei viele sagen werden, das habe ich oft genug bei Ehrungen gehört, ich habe doch nichts Besonderes gemacht. Fichtelgebirgler eben. Und da habe ich gerade gesehen, dass Christoph Lamberts auch zuschaut, die Laura und Franz auch zuschauen heute Abend. Und das ist ja das Schöne dann, die haben dafür gesorgt, dass einem danach auch noch gut geht. Christoph Lamberts von Glas Lamberts hat uns einen ausgesuchten Wein zukommen lassen. Und mit Pema-Brot kann man immer gut leben. Liebe Freunde, über alles, was in unserem Fichtelgebirge gelaufen ist, und es ist wirklich viel gelaufen, kann und muss man das Wort Wir stellen. Basis des Erfolges in unserer Region ist der wiedererlangte Zusammenhalt, das gegenseitige Einstehen, die gegenseitige Rückenstärkung, der gemeinsame Glaube an unsere eigene Kraft. Diese Einstellung war die Initialzündung, das Signal für alle diejenigen von außen, die uns auf dem Weg wohlwollend begleitet haben
Und das waren sehr, sehr viele. Stellvertretend möchte ich jetzt noch dich, Wilhelm Wenning und Heidrun Biebernetz nennen. Regierung haben wir doch als Landrat noch mit den nächsten Beziehungen. Vergleichen kann man das Gesamte vielleicht mit einer Tour aus dem Abgrund heraus auf einem Berg. Wir sind zu einer verschworenen Seilschaft geworden, wo letztendlich jeder auf den anderen angewiesen ist. Natürlich gab es immer wieder kleinere Rückschläge, kleinere oder größere Unfälle, meistens verursacht durch Leute, die ausgeschert sind, weil sie sich stark fühlen oder weil sie gedacht haben, sie sind selber groß. Oft, meist vor Wahlen, gescheit daherredeten, nicht immer qualifiziert. Ich will das nicht vertiefen, aber es gehört, glaube ich, auch zu mir, dass man die eine oder andere Botschaft noch mit da lässt. Das kann ich mir nicht verkneifen. Man will ja, dass sich sein Erbe gut weiterentwickelt. Ich möchte Danke sagen, viel lieber Danke sagen an alle, die mich begleitet haben, wohlwollend oder Gott sei Dank sehr wenige nicht so wohlwollend. Denn Kritik, ob qualifiziert oder unqualifiziert, macht einen nur noch stärker, schärft die Gedanken, wenn man sich der Kritik objektiv stellt. Wenn das mal die Kritiker gewusst hätten. Keiner ist vergessen, die vielen hundert, denen ich begegnet bin, die mit mir was gemeinsam angestellt haben, keiner ist vergessen. Wenn man auch bei dem einen oder anderen Namen inzwischen so ein bisschen grübeln muss, ist einmal das Alter oder dann auch der Zeitablauf. Die Begegnungen bleiben in den Erinnerungen. Danke dafür. In eurem Sinne ist es vielleicht gut, wenn ich nicht wirklich alle namentlich nenne. Wie gesagt, das könnte so lang, zu lang werden. Danke an Martin Schöffel. Du hast ja vorhin das schon sehr dramatisch gemacht in deiner Rede. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert, wenn wir beide mit unseren Verhandlungspartnern oft in München, von denen wir Unterstützung einfordern wollten, reden und man sich darauf verlassen kann, dass jeder Gedanke, den einer von uns einbringt, der andere im Prinzip genauso eingebracht hätte. Da gehört blindes Selbstverständnis und vor allen Dingen auch absolutes Vertrauen dazu. Dafür danke ich dir. Ich möchte auch ganz herzlich mich bedanken bei meiner Frau Rosi. Ihr habt das alles schon gemacht. Ihr habt es auch gesagt, das ist richtig. Jeder Mann braucht jemanden, der einen doch dann immer noch einmal antreibt, der einen doch dann immer mal wieder zurückholt, der einem dann immer wieder mal sagt, komm, mach deinen Weg, geh deinen Weg, der einen stärkt. Ganz herzlichen Dank meiner Familie, ganz herzlichen Dank. Das so kenne ich dich gar noch nicht, lieber Sohn, dass du einfach aufstehst und Rede hältst. Bin noch mal gespannt, was aus dir noch wird. Meiner Mutter, meiner Familie, meiner nahen Familie, meinen lieben Verwandten und Bekannten, allen, die unter meiner chronischen Abwesenheit teilweise über das verantwortliche Maß hinaus gelitten haben. Denn selbst wenn ich zu Hause war, war es oft nur so, dass ich körperlich anwesend war. Weil meine Gedanken sich um das, was geschieht, gedreht haben und das, was zu geschehen hat und wofür ich von der Bevölkerung gewählt worden bin, um deren Wohl und um das Wohl des Fichtelgebirges. Meine Botschaft noch einmal zum Schluss, es waren wir, die dieses Fichtelgebirge wieder auf die Füße gestellt haben und es soll gefälligst bei auf den Füßen auch bleiben. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an alle. Und jetzt wird es doch schon sehr sentimental, deswegen höre ich schon mal lieber auf. Dankeschön. Eigentlich müsste man das noch ein bisschen mehr wirken lassen, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Es gab im Winter 2019 eine Personalversammlung, genau hier. Da haben Sie sich schon
von Ihrem Team im Rahmen dieser Veranstaltung ein Stück weit verabschiedet. Dann gab es an Ihrem letzten Arbeitstag, da hatten wir ja schon Corona, genau, da stammt das Bild mit den Liegestühlen her, eine mini kleine Veranstaltung hier mit ganz wenigen Mitgliedern des Teams. Da haben wir Ihnen die Liegestühle mitgegeben und dann haben wir alle auf die große Verabschiedung gewartet und die haben wir jetzt endlich heute. Und das Personal, Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Mitarbeiter aus Ihrer Zeit als Landrat haben Sie abgesprochen und stellvertretend ist unser Personalratsvorsitzender heute da. Lieber Lossi, ich mag dich eigentlich gar nicht als Herr Jürgen Loskan ankündigen. Lieber Lossi, komm zu uns, du hast auch was mitgebracht. Danke, Anke, für die schöne Ankündigung. Das Beste kommt immer zum Schluss, heißt es. Sehr geehrter Dr. Töhler, ich freue mich, dass ich heute an Ihrer Verabschiedung teilnehmen kann und Ihnen im Namen des gesamten Personalrats und auch aller Kolleginnen und Kollegen meinen Dank sagen darf für die vielen Jahre guter, vertrauensvoller und auch menschlich überaus erfreulicher Zusammenarbeit. Wenn wir Sie aber hier und heute verabschieden, bedeutet dies nicht, dass sich hier und heute unsere Wege trennen. Der Personalrat wird Sie immer gerne zu seinen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Betriebsausflug oder natürlich auch den Preisschaufkopf, einladen. In der Hoffnung natürlich, dass das bald wieder sein wird. Lieber Herr Dr. Döller, wir entlassen Sie heute offiziell in den Ruhestand. Wir wünschen Ihnen noch viele gute Jahre in Zufriedenheit und Glück, genügend Tatkraft, Gesundheit und Optimismus. Alles Gute für die Zukunft und auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen im Kreise der ehemaligen Kollegen und Kollegen. Vielen Dank, Dr. Döller. Natürlich auch in der Freiraum für Machertasche, damit er auch mal eine hat. Ein kleines kulinarisches Geschenk, das wird auch Ihre Frau freuen. Und haben Sie einfach Spaß damit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Freut mich sehr. Gerne. Vielen, vielen Dank. Zu so einer Verabschiedung ist es ja normalerweise üblich, dass man an der Tür steht und das Defilé der Gäste abnimmt. Wir haben dieses Defilé digital für Sie versucht zu organisieren. Wir haben versucht, ein digitales Gästebuch zu erstellen. Das gibt es auch dann auf einem Stick. Alle, die heute eingeladen waren, waren aufgerufen, für Sie eine kleine Botschaft zu hinterlassen. Und es kam so viel aus wirklich allen Bereichen der Gesellschaft zu uns, dass es nicht möglich war, die alle zu zeigen. Wir haben dann der Fairness halber gelost. 5 Stück haben wir ausgelost, die wir Ihnen jetzt zeigen. Und der Rest, wie gesagt, ist hier. Und die 5, die schauen wir uns stellvertretend mal schnell an. Lieber Karl, ich und die gesamte Firmengruppe Birke wünschen dir für deinen wohlverdienten Ruhestand als Altlandrat alles Gute, viel Glück, viel Gesundheit, Zufriedenheit und bleib so, wie du bist. Ja, lieber Karl, alles Gute zum Ruhestand aus Rabatz. Und du weißt ja, wenn dein Deutscher mal nicht mag, dann kommst du zu uns zum Willi Roth. Lieber Herr Döhler, herzlichen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit, gerade auch mit dem neuen Studiengang in Selb. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Zukunft aus der Ferne all diese Früchte, die Sie erarbeitet haben, genießen können. Lieber Herr Dr. Döhler, im Namen des SKZ und des ECD möchte ich Ihnen ganz herzlich bedanken für alles, was Sie gemacht haben. Für Sie persönlich, toi 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 und alles Gute für die Zukunft. Sehr geehrter Herr Dr. Döhler, im Namen des Diakonischen Werkes und der Diakonievereine und im Namen des Dekanatsbezirks Wunsiedel und der Kirchengemeinden
sagen wir herzliches Vergelt's Gott und Gottes reichen Segen für den Ruhestand. Für alle, die was geschickt haben, würde ich mich jetzt über einen herzlichen Applaus freuen, denn es ist für viele, glaube ich, schwierig, sich einfach vor eine Kamera zu stellen. So, das bringe ich Ihnen jetzt mal als ein Stück und dann bringe ich Ihnen gleich noch was anderes, nämlich dieses Mikrofon. Ja, wir beide kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Eben, ganz genau. Eben. Angefangen hat das Ganze Herr Abgeordneter, dann die Tante vom Radio, dann der Landrat, die Tante vom Radio, dann der Chef und die Presse-Uschi. Jetzt stehen wir hier beieinander. Unser Spiel aus alten Zeiten war eigentlich immer, als ich noch beim Radio war, ich stelle Ihnen drei Fragen, weil das macht man einfach so beim Radio. Das mache ich jetzt auch. Und ich verspreche Ihnen, Sie dürfen, wenn Sie wollen, aber natürlich nur, wenn Sie wollen, länger als 30 Sekunden antworten. Ganz viele Menschen fragen uns ja immer, was macht denn der Karl jetzt eigentlich so? Und die Frage, die reiche ich jetzt mal an Sie weiter. Wie sieht ein Tag im Leben des Ruheständlers Dr. Karl Döhler aus? Er ist voll, der Tag. Meine Frau geht im Moment ein bisschen länger arbeiten in der Apotheke, weil die Kollegin krank ist oder war, muss man sagen. Das heißt, also, sie sagt mir früh schon immer genau, was zu tun ist. Und so ist das Leben genauso wie überall. Es ist natürlich unheimlich viel liegen geblieben. Wenn man letztendlich nur zu Hause ist, wenn es finster ist, dann das große Grundstück, das wuchert vor sich hin. Da ist genügend zu tun, da ist genügend zu bauen, zu arbeiten. Wir haben 3 Hektar Wald, wir haben einen Deutz-Traktor uns geleistet, damit man ein bisschen was arbeiten kann. Beim Kap Badenkind, beim ehemaligen Bürgermeister Mark Leuten, hilft man dann auch ein bisschen aus. Das heißt, man ist wirklich beschäftigt. Und vor allen Dingen jetzt, seit 3 Monaten und einem Tag, sind wir heute ab und zu in Pegnitz, um Großeltern zu machen. Und da muss ich sagen, das ist ein süßer Aaron. Der ist auch pflegeleichter, als seine Mutter war in dem Alter. Da schließe ich gleich die Frage an. Man muss ja immer dann Nachfragen stellen. Also insofern ist das jetzt meine Bonusfrage, dann wären es wahrscheinlich 4. Wie ist denn der Opa so? Also wickeln Sie, füttern Sie? Also wie darf ich mir denn das in der Praxis so vorstellen? Im Moment ist er noch so zerbrechlich, dass ich das meiner Frau überlasse. Aber ich habe ihn eben auch schon rumgetragen, weil sein Vater sagt immer, beim Ausguck fühlt er sich am wohlsten. Das heißt, bei mir ist es ja auch am höchsten, wenn man ihn dann rumträgt. Und das Wichtige ist, er muss was sehen und da muss man sich halt immer bewegen und rumlaufen. Also wir haben dann schon verwöhnt als Großeltern. So gehört sich das auch. Alles andere hätte mich jetzt auch wirklich sehr enttäuscht. Es ist jetzt unheimlich viel aus Ihrer aktiven Zeit erzählt worden. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo Sie sagen, also da habe ich komplett die Kontenance verloren, da habe ich mich ausgeschüttet vor Lachen oder irgendwas in der Ecke, ein Begebnis, an das Sie sich gerne erinnern? Im Prinzip ja, aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Das macht man als Landrat nicht. Natürlich freut man sich viel und man lacht auch. Und das haben wir ja vorhin da auch gemacht, kurz bevor es hier losging. Wir beide, indem wir uns unterhalten haben und haben irgendwas Tolles gesehen. Ich habe mich unheimlich viel gefreut, auch in meiner gesamten Arbeit. Und es war auch ganz wichtig, aber auch jetzt mal wieder, wenn ich jetzt den Wilhelm Welling vor kurzem beim Förderverein Porzellanikon treffe, wir uns unterhalten und plötzlich sagt er, und das war mir immer wichtig, humorvolle Leute, plötzlich sagt er, der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge hält sich jetzt wohl an Regelungen. Das muss man erklären, ein bisschen erklären. Wir waren ja, Martin, du hast das auch angesprochen, wir waren ja die Region, der Landkreis in Bayern, der über Jahre die schlechtesten gesellschaftspolitischen, arbeitsmarktpolitischen Kennzahlen in ganz Westdeutschland hatten. Und dann ist man halt außerhalb des Systems in Bayern, dann ist man nicht mir sein mir, sondern da ist man in einem anderen System. Das heißt, wir haben uns natürlich, haben wir alle Regeln eingehalten, Wilhelm, aber wir haben natürlich den Paragraph 1, den wichtigsten Paragraphen in jeder Regelung, nämlich Sinn und Zweck dieser Regelung ist.
den haben wir uns eben vorgenommen und den haben wir pragmatisch und kreativ interpretiert, so wie das eben die Regelung gemeint ist. Nicht unbedingt, wie es dahinter steht, weil ich habe selber Regelungen gemacht. Ich weiß, dass das oft nichts miteinander zu tun hat, der Paragraph 1 und das, was dahinter kommt. Wir haben uns an Paragraph 1 orientiert und das war, denke ich, auch richtig. Sie haben, als wir telefoniert haben, wir mussten unser Telefonat auch schieben, weil Sie Opa-Dienst hatten, so viel darf ich sagen, gesagt, naja, so eine Verabschiedung, da wird man so viel gelobt, das muss man erstmal aushalten. War es jetzt so schlimm? Ja und nein. Ja, schon, weil das ich gar nicht, wie gesagt, gar nicht so viel gemacht habe. Das waren die Leute um mich herum. Wichtig ist eigentlich nur, dass man es motiviert, dass man sagt, kommt, macht mal und traut euch was zu und eben auch wie Jean-Paul habt Mut und schaut, wie der was voranbringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön zu hören, was für alles passiert ist über diese 12 Jahre. Das eine oder andere ist dann immer gleich so präsent, aber man kommt dann immer wieder auf viele Dinge, wie eben OHG, diese Diskussionen unsäglich neuer musikalischer Zweig und 3 Gymnasien. Das ist so, das ist eine Sache. Es sind noch Grüße reingekommen. Sie bekommen das natürlich alles gesammelt. Sie wurden gelobt, aber auch Ihre Frau wurde sehr gelobt. Und da wollen wir uns jetzt nochmal anschließen. Der Tobias joggt schon um die Ecke. Wir haben nämlich natürlich auch noch was vorbereitet, das wir gerne übergeben möchten an dich, liebe Rosi. Und wir hoffen, du hast ganz sehr viel Freude damit. Komm doch mit nach vorn zu uns. Vielen, vielen Dank auch von uns allen. Ich bedanke mich auch ans Orga-Team hier im Saal jetzt nochmal, auch nochmal von mir. Ich kann nur hier stehen und durch die Veranstaltung führen, weil so viele dazu geholfen haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo man so langsam ans Essen denkt, wo auch viele Worte gesprochen sind. Und normalerweise ist es ja so, dass dann die Moderatorin ein wahnsinnig gehaltvolles Schlusswort spricht. Habe ich mich dagegen entschieden. Wir gehen mal einen Schritt an die Seite. Ich habe den Job nämlich abgegeben an einen, der das tatsächlich viel, viel besser kann als ich. Und den haben wir für Sie alle jetzt gleich digital auf der Leinwand. Ich sage noch vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im Livestream. Und jetzt kommt das Schlusswort. Sehr geehrter Herr Dr. Döhler, lieber Karl, ich wünsche alles Gute für die weitere Zukunft und möchte mich auf deren Weg einmal ganz herzlich bedanken für den Mut, ohne deren es mich als Werner überhaupt nicht gegeben hat. Und natürlich die komplette Kampagne Freiraum für Macher. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Servus. Ja, das war auch so ein Ding. Also mir das erste Mal vorgespielt haben, ja, da schluckt man schon das erste Mal, aber es war etwas Neues. Und das ist wichtig, dass man einfach mal andere Wege geht. Herzlichen Dank dafür allen meinen Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, nicht mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen, was sie ja letztendlich auch alle waren. Ganz herzlichen Dank, bin ganz stolz auf dieses Haus. Freut mich, dass ich heute Bekanntschaft und alles machen durfte, euch kennenlernen durfte und für euch letztendlich dann auch den Chef spielen durfte. Dankeschön. Vielen Dank. Wir stoßen jetzt virtuell und praktisch an. Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank.